Fertig, los. Vielen Dank. Liebe Studentinnen und Studenten, als quasi Hauptperson unserer Veranstaltung heute, liebe Kolleginnen, liebe Gäste, von wo auch immer Sie uns zuschauen, und das ist im Grunde auch schon das Stichwort, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur IFA Open House Online-Veranstaltung. Und online ist im Grunde das Stichwort unseres ganzen letzten Semesters. Wie alle wissen, war es das Online-Semester, was alle vor ganz besondere Herausforderungen gestellt hat. Am Anfang war, glaube ich, das Fragezeichen in allen Köpfen ganz groß, sowohl bei uns Lehrenden, bei den Studierenden, bei allen Mitarbeitern. Die Frage war, was nun? Wir haben uns langsam vorgetastet. Ich glaube, wir haben alle zusammen, und da darf ich wirklich allen danken, und mit allen meine ich wirklich nicht nur den Kollegen, die ich jetzt hier so sehe, sondern auch wirklich den Studierenden, die bereit waren, das mitzugehen, aber auch allen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, allen sonstigen Mitarbeiterinnen, die uns im Hintergrund unterstützt haben, darf ich mich bei allen bedanken, die quasi mitgegangen sind und das Abenteuer Online-Semester mitgemacht haben. Es hat sicherlich Vor- und Nachteile gehabt. Ich will aber heute eher auf die positiven Dinge eingehen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier an der Universität doch in einer sehr luxuriösen Situation sind. Bei uns gab es keine Entlassung, keine Kurzarbeit, und ich glaube, das ist etwas, worüber wir uns hier sehr freuen konnten. Wir konnten eigentlich fast in die Normalität zurückgehen, nur eben online. Das hat auch, finde ich, auch einige Besonderheiten gehabt. Nämlich zum Beispiel habe ich die Wohnzimmer oder Arbeitszimmer meiner Kollegen gesehen. Ich glaube, so viel Intimität auf gewisse Weise hatten wir noch nie. Oder von den Studierenden natürlich auch. Oder Studierende, die auf dem Campingplatz waren und eine Vorlesung gelauscht haben. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Besonderes. Insofern, glaube ich, hat das Semester sicherlich seine Herausforderungen gehabt, aber hat auch seine guten Seiten. Zum Beispiel eben auch eine große Erreichbarkeit. Studenten konnten von überall auf der Welt uns quasi folgen und das Semester mitgestalten. Teilweise sogar auch zu Zeiten ihrer Wahl. Das heißt, wenn sie gearbeitet haben oder wenn sie sich um ihre Kinder kümmern mussten, konnten sie die Vorlesungen und Videos abends runterladen und sich dann anschauen, auch so oft anschauen, wie sie wollten. Also auch didaktisch gesehen kann auch das ein Vorteil sein, dass man sich Dinge einfach nochmal und nochmal anschauen kann. Insofern haben wir, glaube ich, alle sehr viel dazugelernt. Wir sind alle in den digitalen Methoden und Techniken, glaube ich, einen Riesensprung nach vorne gekommen. Das sollten wir uns auch für die Zukunft bewahren. Gleichzeitig wollen wir uns natürlich alle auch irgendwann wiedersehen. Und ich würde jetzt heute gerne mit allen zusammen im Architekturgebäude stehen und danach auch nochmal mit einem Sekt anstoßen. Das geht leider nicht. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir diese Veranstaltung hier so auf die Beine gestellt bekommen haben. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Rainer Hehle und das ganze Team um ihn, die das möglich gemacht haben. Also ganz großen Dank. Das Ganze ist hier wunderbar angelaufen. Es ist mit der heißen Nadel gestrickt auf der einen Seite, aber andererseits, glaube ich, auch unwahrscheinlich viel Kreativität da drin. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was wir uns noch vor einem halben Jahr hätten gar nicht vorstellen können, dass wir quasi unsere Jahresausstellung online durchführen und wir uns alle sehen können. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Leistung. Und insofern möchte ich direkt an den geschäftsführenden Direktor des Instituts für Architektur, Philipp Nisselwitz, abgeben. Philipp, bist du schon da? Und ich wünsche natürlich allen heute eine informative Veranstaltung und danach vielleicht doch die eine oder andere tolle Party. Und natürlich morgen auch. Seien Sie auch morgen dabei. Morgen gibt es ganz, ganz viele interessante Beiträge. Normalerweise ein toller Moment zum Feiern, zum gemeinsamen Feiern in einer der besten Partys der Stadt. Nun ist einem vielleicht gar nicht so zum Feiern zumute in Zeiten von Covid. Trotzdem auf dem leeren, lärmigen Platz stehend möchte ich euch und Sie einladen, mit uns den Rundgang für die Wintersemester 2019-2020, das Sommersemester 2020 zu starten. Ein vollkommen verrücktes und bemerkenswertes Semester liegt hinter uns. Dass das Institut, das
alle im Institut, jede einzelne Person, alle Statusgruppen, Professorinnen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studierende, sonstige Mitarbeiter enorm gefordert und manchmal auch überfordert hat. Ich danke also allen, euch allen, Ihnen allen für diesen unglaublichen Optimismus und die Flexibilität, mit der wir gemeinsam digitale Lehre im Kontext einer zunächst auf Notbetrieb heruntergefahrenen Universität gestemmt haben. Wenn sich Routinen ändern, löst das auch positive Energie und Kreativität aus. Und wir sind in einem digitalen Kommunikationsraum reingetreten, haben herausgefunden, dass man da manchmal sogar besser miteinander kommunizieren kann. Wir haben neue Formen von Lehre ausgetestet, die die Möglichkeiten der digitalen Welt für die Architektur und den Städtebau ausloten. Verwaltungsabläufe an der TU, fast immer ein Abenteuer, konnten doch plötzlich ganz schnell und problemlos ablaufen. Wir hoffen, dass viele dieser Innovationen erhalten bleiben. Man konnte übrigens auch mit einem wunderbaren Gebäude ganz ungestört und schnell Fahrstuhl fahren. Doch die Pandemie stellt natürlich viel grundsätzlichere Fragen an die Architektur und den Städtebau. Wie die Bauwelt geschrieben hat, das Selbstverständnis der räumlichen und sozialen Nähe zwischen den Bewohnerinnen der Stadt, der eigentliche Kitt in der Konzeption der Stadt seit den 80er Jahren, ist von Grund auf fragwürdig geworden. Es werden soziale, ökonomische Verwerfungen im Stadtraum sichtbar. Die Pandemie trifft alle unterschiedlich und die Ressourcen, die uns als Personen, als Familien zur Verfügung stehen für die Bewältigung der Pandemie, sind sehr ungleich verteilt. Die Option des Homeoffice steht eben nicht jedem zur Verfügung. Gelingt es uns also, die Pandemie als Weckruf zu verstehen, als kleinere Krise vor vielleicht viel fundamentaleren Krisen wie dem globalen Klimawandel, der globalen Armut? Überall sind Architektur und Städtebau zentrale Hebel und Werkzeuge, die gesellschaftlichen Transformationsprozesse zu denken und zu steuern. Wie bauen wir für eine bessere Zukunft? Welche besonderen Rollen kommen hier bei Architektinnen und Planerinnen zu? Und dieser große, unfreiwillige Selbstversuch in Sachen Zukunft der Stadt und der Architektur, von dem Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hat, hat in diesem Haus zumindest unglaubliche Kreativität freigesetzt. Ein optimistisches Experimentieren. Und ich lade alle ein, alle Kollegen, alle Studierenden, alle, die sich dazu geschaltet haben, mit uns das zu feiern und mit uns über diese Ideen und Antworten, die Studierende erdacht haben, nachzudenken. Wir gehen also jetzt zusammen ins Gebäude. Man hat normalerweise immer eine schöne Maske dabei. Diese ist von meinem Sohn, also ein bisschen klein. Dienstausweis nicht vergessen. Türen gehen schwer auf. Hier schon der erste Eindruck des geisterhaften Foyers, in dem eigentlich die beste Kaffeemaschine der Stadt steht, die aber seit 4 Monaten verwaist ist. Dienstausweis zeigen, freundlich grüßen. Unauffällig die Maske abnehmen. Und die beste Innovation kommt jetzt. Nämlich das digitale Studio des Instituts für Architektur. Ich möchte alle Anwesenden hier kurz winken lassen. Dort hinten ist das IT-Team mit Peter Fischer, Christoph Wedig und sind einige von dem tollen Team, dem Open House-Team unter Leitung von Rainer Hehl auch anwesend, die diese unglaubliche Leistung verbracht haben, in wenigen Wochen eine digitale Jahresendausstellung zu realisieren. Viel Spaß! Hallo. Und zwar haben wir vom Fachgebiet angefangen im Februar mit der Idee, ein Jahresbuch zu machen, weil wir dachten, es wäre sehr, sehr wichtig, dass es an dem IFA mal eine Dokumentation gibt über die Arbeiten. Und
Und dann kam eben die Pandemie dazwischen und es war dann ganz klar, dass wir eine digitale Präsentation machen mussten. Dabei entstand die Idee von IFA Open House. Und der Titel Open House bezieht sich auf das Architekturgebäude, aber wie wir alle wissen, ist das Haus nicht offen. Philipp hat das gerade auch sehr schön vorgemacht. Eigentlich gibt es sehr, sehr strikte Zugangsbeschränkungen. Wir wollen aber sagen, trotzdem wollen wir das Haus öffnen, auf diese Art und Weise digital, mit dem sehr ambitionierten Projekt dieser digitalen Plattform. Wir haben jetzt mit dem Team, es waren 13 Studierende beteiligt, mit dem Team haben wir über 1000 Bilder platziert und über 25 Gigabyte Videos platziert. Also es war wirklich ein großer Kraftakt und wie es immer so ist, ist jetzt die Webseite gerade wirklich kurz vor knapp online gegangen. Ich will nicht so viel über die Webseite sagen, wie sie genau funktioniert. Das sollte eigentlich intuitiv verständlich werden. Aber nochmals zum Titel Open House. Wir haben vom Konzept her das Gebäude thematisiert. Wir wollten das Gebäude zugänglich machen. Deshalb gibt es auch erstmal einen Zugang über eine Axonometrie, die das Gebäude vorstellt. Die Axonometrie bildet nicht komplett die räumliche Situation ab, aber wir wollten trotzdem eine Simulation hier darstellen, wie man durch das Gebäude wandern kann. Für alle diejenigen, die jetzt schneller Zugang finden wollen, gibt es auch ein ganz übliches Menü, eine Menüleiste, ein Direktmenü, worüber man alle Funktionen ansteuern kann. Dazu ist noch zu sagen, dass wir auch eine Newsseite eingerichtet haben. Diese Newsseite verweist auf derzeit auf das Eventprogramm, das heute und morgen stattfindet. Also jetzt auch gleich noch der Verweis auf die Roundtable-Konferenz morgen, die genauso über Livestreaming übertragen wird. Wir hatten auch die Idee, einen Chatroom anzulegen. Im Moment ist es eine Verlinkung mit dem Instagram-Account Open House. Also wer jetzt Kommentare zu IFA auf Open House, zur Veranstaltung oder überhaupt zur gesamten Situation geben will, der soll dies über das Instagram-Account tun, was dann im Chatroom auch nochmal praktisch verlinkt ist, zugänglich gemacht wird. Ich möchte an der Stelle jetzt nochmal ein paar Leuten danken, vor allem der Zusammenarbeit mit dem IT-Team, Peter Fischer, die jetzt hier aktiv auch überall hinter dem Puls sitzen und dieses Streaming ermöglichen. Ich möchte vor allem auch nochmals dem IFA Open House Team danken, den 13 Studierenden, die unglaubliche Arbeit geleistet haben, den Mitarbeitern von meinem Fachgebiet und ich möchte vor allem auch allen danken, die dazu beigesteuert haben, also die Fachgebiete, die in sehr kurzer Zeit eben jetzt gezwungen wurden, diese Formate aufzuarbeiten und die ganzen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die wir unter Druck gesetzt haben und gestresst haben, damit wir das auch wirklich schaffen, alles heute komplett darstellen zu können. Und mit diesem Dank leite ich jetzt auch schnell weiter an den Hendrik, der jetzt diesen digitalen Rundgang leiten wird und damit auch so eine Art von Jahresüberblick schaffen wird. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich das heute machen darf, hier durch das Haus zu führen, was die letzten Monate leer war, sie auf Wege mitzunehmen, die sie nicht gehen konnten, die mir selbst verwehrt waren bis auf eine lange Zeit. Ich war vor 4-5 Wochen, irgendwann fing ich an, hier wieder zu arbeiten. Habe mich sehr gefreut, darüber wieder an einem Ort zu sein, einen Ort zu führen, an den wir ja letztlich alle gehören, der zur Beschäftigung mit Architektur erdacht worden ist. Ein Ort, der eben wichtig ist zum Lehren und Lernen, der einfach mal geschlossen war. Deswegen freue ich mich auch sehr für die über diese Website, wie sie erdacht worden ist und dass wir eben auch mit dem Rundgang, den wir jetzt zusammen
machen werden, das Haus referenzieren. Wir werden nämlich im Erdgeschoss beginnen, so wie wir es eigentlich sonst auch tun, wenn wir hier zusammenkommen einmal im Jahr. Wir werden uns mit den internationalen Studiengängen kurz beschäftigen. Philipp und Rainer werden uns dazu ein paar Informationen geben, was sie erwartet, wenn sie das studieren wollen, beziehungsweise was die Studierenden, die in diesem Semester dabei waren, so gemacht haben, geleistet haben. Das wird ein kurzer Überblick. Und dann werden wir fortfahren und werden uns das Gebäude sprichwörtlich hinaufbegeben und unsere Kolleginnen besuchen. Der schöne Effekt dabei ist, dass wir eigentlich wie in einem Rundgang, wie in einem, also einem nicht thematisch gesteuerten, sondern durch die Struktur des Gebäudes geführten, geleiteten Rundgang, wie wir es sonst machen, uns hier vielleicht auf, auch wenn wir uns nicht alle wirklich von Angesicht zu Angesicht entgegenkommen oder zumindest werden wir unsere Kollegin einfach wie auf dem Weg treffen und begleiten. Und das ist etwas, was sicherlich vielen von uns, vor allem mir geht es, ich kann es fühlen, sie sicher auch abhanden gekommen ist, das Begegnen auf dem Weg, das Treffen ohne Verwertungslogik, das einfach miteinander sein, die Spontanität des Treffens, die allzu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Aber es gibt viele positive Dinge, die angesprochen wurden, die sich entwickelt haben. Und jetzt möchte ich damit beginnen, nehme mich hier mal zurück und freue mich sehr, jetzt auch meine Kolleginnen wiederzusehen. Und bitte Philipp Misselwitz und Rainer nochmal hier zu mir auf die Bühne. Wir werden jetzt in englischer Sprache fortfahren, da wir hier auch unsere internationalen Studierenden ansprechen wollen. Danach wird der Rundgang auf Deutsch weiter folgen. So please introduce us to our international programs. Thank you, Hendrik. I would like to introduce two international programs. One is the consecutive Master of Urban Design that exists since 2006. Sorry. Can you hear me? This is a very unique program that combines actually four different institutes in the Faculty of Built Environment at the TU Berlin, the Institute of Architecture, then also the Institute of Town and Regional Planning, the Institute of Landscape Architecture, and the Institute of Sociology. And the core idea of this interdisciplinarity is the realization that cities have become so complex and steering transformation to sustainability processes in cities require knowledge and skills and agility that goes beyond individual disciplinary perspectives. So the idea to bring actually bachelor students together from different disciplines from all over the world, we had applications from more than 46 countries, more than 250 applications for 30 study places, is to actually combine these different perspectives and develop a didactic program of cross-disciplinary dialogue to exactly educate these urban practitioners that we think are needed to make our cities better. The second program is a professional degree. It's called Urban Management and also exists for more than 15 years. It is also very well thought after, almost 200 applications per year from more than 70 countries. That program is, again, asking people to come back to university after at least 2 years of professional degrees and think about planning and urban governance questions, urban economics, urban infrastructure, including water management, sanitation, mobility, and waste, that require also integrated, agile, creative approaches to address urbanization challenges around the world. One of the really memorable seminars that was recently done in the urban management program was on COVID, where students of the current cohort reflected on chances offered through the pandemic. And also our alumni network got together and brought different perspectives from different cities together into a dialogue about this crisis. Thank you.
We started 3 years ago to introduce this international master program in typology, the MRT program. And similarly, the idea was to bring in international students to the institute, to the faculty, to internationalize the study programs. And we have now the third generation of MRT students studying. The MRT program is organized around core studies, and we have an initial introductory semester where all the MRT students are together and doing a design studio. And beyond the core studies, they then dissolve into the general master program. So the idea was to integrate this program within the general master program and to also establish a dialogue between typology and the regular studies. This year, okay, I think it was muted. I hope I don't have to start again. I hope that you heard a little bit what I was talking in the beginning. We have now the third generation. This year, we started the course with a specific focus on architectures of knowledge production. So each year there is a specific focus, and it maybe was a kind of coincidence that this topic, architecture of knowledge production, also now was combined with the recent situation where we really have to rethink how architecture production can happen, not only in the context of this crisis or the pandemic situation, but we are all aware that it is a big opportunity to also think about proactively how knowledge production at the university can change in the future. So in that sense, the students were also asked to see how the typology question ties in into you know, the general question of knowledge production. This is what also can be seen on the webpage documenting the recent year. And we also introduced a seminar where we publish essays. Last year it was a printed magazine, and this year obviously we decided to publish a digital magazine. This would be another launch that will happen tomorrow. It's the launch of the digital magazine Types of Knowledge Production. All that can be found online. The results of that can be found online. Maybe a last comment, the typology program allows for the typology students, but also for the master students, to rethink how the question of types is evolving, how typology is evolving. So it is addressing the language of architecture, and we are particularly interested in the transformation that is currently taking place, how we can also find a new common language for architecture. And the typology mask is also set up as an experimental mode, as a laboratory of investigation that should you know, include the whole master studies in this discussion. With this, I want to now lead you to the next session, which will be started. We will be introduced with a teaser, I think. So can you please play the next teaser image or teaser movie? Up next, wir besuchen FGTech. FGGTE mit Professor Rückert und Professor Stefan. FGDeco. FGCode mit Professor Kampshoff und Professor Pasel. FGA 13. FG Architecture for Health mit Professorin Kraus und Professor Steffensen.
Können wir beginnen? Kann ich die Kollegin empfangen? Ja, okay. Das Mikrofon ist aus. Hallo, bin ich jetzt zu hören? Ja? Okay, dann sind alle anwesend. Wir sind jetzt im nächsten Block gelandet. Ich freue mich sehr, meine Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich hoffe auch, dass alle, die jetzt hier im Publikum sind, auch alles mitbekommen und dazugeschaltet sind. Ja, ich begrüße Frau Kraus vom Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion, Rainer Hehl, Entwerfen und Baukonstruktion. Die beiden, Rainer Hehl hat es ja eben auch schon erwähnt, sind ja aktiv, auch im Master als auch im Bachelor. Dann begrüße ich Jan Kampshoff und Ralf Pase, die beiden, die zumindest bisher das erste Jahr begleitet haben. Auch ein sehr interessantes Duo. Ich bin sehr gespannt, was Sie berichten aus dem zweiten Semester des ersten Studienjahres. Dann begrüßen wir Klaus Stephan und Klaus Rückert. Hier Kollegen, die im Prinzip involviert sind in viele Entwürfe, in viele Themen, die hier im Haus stattfinden, da sie im Prinzip einen großen Support für viele Programme liefern, zum Beispiel projektintegrierte Entwürfe im Bereich Tragwerk, jetzt was das Fachgebiet Rückert angeht, oder projektintegrierte Entwürfe im Bereich Energie. Es gibt aber auch, das war jetzt ein Beispiel aus dem Master, es gibt aber auch sehr viele andere Projekte auch im Master, wo Vertiefungen angeboten werden, die bestimmte spezifische Inhalte dann thematisieren, die eben an diesen Fachgebieten angesiedelt sind. Und insofern freue ich mich, euch begrüßen zu können. Und ja, wer mag denn mal berichten? Wie war euer Semester? Wie war euer Jahr? Was habt ihr eigentlich gemacht? Vielleicht können wir mit Bettina anfangen? Ist das okay? Hallo? Okay, ich kann Bettina nicht hören. Vielleicht noch ganz. Okay, ich kann Bettina. Moment, jetzt geht das? Ja, jetzt kann ich dich zumindest sehr gut hören und auch sehen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass. Ja, jetzt kann ich dich zumindest sehr gut. Okay, ich warte ein kleines Delay ab, aber freue mich schon mal, dass du da bist, ich dich hören kann. Einen kleinen Moment bitte noch, es wird bestimmt gleich behoben. Die Kolleginnen arbeiten dran. Sprich einfach, man sieht dich und man hört dich. Ja, okay. Es gibt ja nicht so viel die Zeit. Die Kolleginnen arbeiten dran. Sprich einfach, man sieht dich und man hört dich.
eingeschränkt hat, war die Absenz der Werkstätten, was immer so ein ganz zentraler Baustein bei uns ist. Und wir fangen ja immer mit... Eingeschränkt hat, war die Absenz der Werkstätten, was immer so ein ganz zentraler Baustein bei uns ist. Und demzufolge war dann unsere Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir machen das zu Hause als Werkstätten. Das heißt, unsere Idee war, dass wir im Grunde Gegenstände des Alltags zu Werkstoffen, aber auch zu Werkzeugen machen. Und ich denke, man sieht es ein bisschen im Hintergrund eingeblendet, dass wir uns konzentriert haben, genau bei diesen Gegenständen Systeme zu entdecken, zu verstehen und auch umzuschreiben. Und das haben wir dann analog in unseren Entwurfsprozess übertragen. Wir haben dann mit einem Bestandsgebäude gearbeitet, in dem Fall der Alten Münze. Und in Berlin, kennt ja jeder, der hier in Berlin ist, und dort eben auch probiert, die Struktur zu verstehen, zu analysieren und die dann neu zu interpretieren und weiterzuführen. Und ich glaube, man sieht sehr deutlich, wenn man in unsere Beiträge dann reingeht, die ich natürlich zusammen mit meinen Assistenten Nadini, Thomas und Malte stark betreut habe, sieht man dann, was daraus geworden ist und was man jetzt im Hintergrund ein bisschen sieht, dass von Bügeleisen bis Hosen, bis Telefonzellen, bis Telefonen oder auch andere Gegenstände dazu hergehalten haben, einmal zu verstehen, wie man was konstruiert und wie man daraus auch im Prinzip ein räumliches System entwickeln kann. Und allen viel Spaß, diese Sachen zu entdecken, wenn man sich mal durch die ganzen Interfaces klickt, die ja diese Webseite auch bietet. Und Tina, ja, stell mal deinen Lautsprecher leise, damit es keinen Rückkopplungseffekt gibt. Tina, stell mal. Okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein Wahnsinn... Ich weiß nicht, ob man irgendwas gehört hat, weil ich habe nicht selber, okay. Ich habe selber nichts gehört. Ja, aber jetzt bist du sehr gut... Ich weiß nicht, ob man irgendwas gehört hat, weil ich habe nicht selber, ich habe selber nichts gehört. Ja, aber jetzt bist du sehr gut... Ich weiß nicht, ob man irgendwas gehört hat, weil ich habe nicht selber, ich habe selber nichts gehört. Ja, aber jetzt bist du sehr gut... Ich weiß nicht, ob man irgendwas gehört hat. Ausmachen, weil ansonsten kommt das immer mit dem, was du sprichst, mit. Das ist das Problem. Ausmachen, weil okay, ja. Also vielen Dank für die Ausführung. Das war zeitweise auch wirklich sehr gut zu verstehen. Ich habe jetzt nicht alles mitbekommen oder eben bestimmte Teile doppelt, so wie viele andere auch. Aber es war trotzdem auch mit dem sehr grafisch aufgeladenen Hintergrund, kann man sich vorstellen, wie ihr auch in kleinen Übungen dort begonnen habt und das an den Ort transferiert habt. Ich habe mich gefragt, wie beschäftigt man oder wie setzt man sich denn mit einem Bestand auch auseinander, den man eigentlich gar nicht so häufig betreten kann, wie man vielleicht möchte, den man weder riechen noch seinen Klang wahrnehmen kann. Wie ist denn das, wo wir doch reduziert sind eigentlich auch auf das Sehen gerade, abgelaufen? Konntet ihr wenigstens einmal rein oder wie war das bei euch? Wie habt ihr das hingekriegt oder auch nicht? Bettina, bist du noch da? Okay, ich würde sagen, können die anderen mich hören? Dann würde ich vielleicht mit unseren Kollegen erstmal weitermachen. Mag Jan vielleicht mal mit... Können die anderen mich hören? Dann würde ich vielleicht mit unseren Kollegen erstmal weitermachen. Mag Jan vielleicht mal mit... Können die anderen mich hören? Dann würde ich vielleicht mit unseren Kollegen erstmal weitermachen. Mag Jan vielleicht mal mit... Können die anderen mich hören? Dann würde ich vielleicht mit unseren Kollegen erstmal... Kann ich hören? Können die anderen vielleicht wieder ihr Mikrofon ausschalten? Kann ich hören? Können die anderen vielleicht wieder ihr Mikrofon ausschalten? Kann ich hören? Können die anderen vielleicht wieder ihr Mikrofon ausschalten?
Mikrofon ausschalten. Alright. Bei uns war die Situation ja so, dass wir ins zweite Semester im Grundstudium starten wollten. Eigentlich war die Idee, im Spreepark mit Zirkusartisten Body Sculptures zu generieren und daraus Tragwerke zu entwickeln für ein Performance Center. Body Sculptures in Corona, keine gute Idee, haben wir ganz gedacht. Und wir mussten tatsächlich unser Programm komplett umstricken und eigentlich wieder bei Null anfangen. Was das Schöne eigentlich war, dass wir aber auf der Basis dieser extremen Raumerfahrung isoliert zu sein in einem Zimmer, also die Studierenden waren ja über ganz Europa verteilt, aber sie hatten alle das gleiche Schicksal, sie saßen in ihrem eigenen Zimmer. Wir sind damit gestartet und haben eigentlich diese Isolationssituation zum Anlass genommen, über das Zusammenleben neu nachzudenken. Und ausgehend von genauen Kartierungen, Notationen des Raums, der eigenen Zelle, des Tagesablaufes, der Räume, die uns zur Verfügung standen, haben wir uns dann schrittweise einer sozusagen kollektiven Wohnform angenähert, die dann an der Flughafenstraße, also mitten in Berlin, sozusagen eine Infrastruktur besetzen und sozusagen Infrastrukturen zu Interstrukturen gemacht haben, wie wir das genannt haben, und versucht eben diese Idee des Zusammenlebens für uns neu zu definieren, neu zu finden. Und wir haben gemerkt, dass bei all den Problemen, die diese Corona-Situation uns beschert hat, die fehlende Nähe und diese große Distanz, das eben nicht zusammenarbeiten an der Skizzenrolle, gab es aber einen Moment, der wirklich sehr, sehr intensiv war, nämlich genau dieses Bewusstwerden, was Kommunikation und was Gemeinschaft für uns im Zusammenleben bedeutet. Und wir haben versucht, quasi auch mit dieser besonderen Sensibilität quasi zu entwerfen und zu produzieren. Das war ganz wunderschön. Und ich komme jetzt gerade vom Tempelhofer Feld, wo wir tatsächlich uns nochmal in sozusagen Social Distancing Regeln mit dem ganzen Team, mit den über 70 Studierenden und dem ganzen Team des Lehrstuhls so mal physisch getroffen haben und uns auf Distanz nochmal in die Augen geschaut haben und diese Gemeinschaft aus dem virtuellen Raum in den physischen Raum zurückgebracht. Und wir sind gerade ganz, ganz happy und ganz glücklich, dass wir das Semester in der Form zu Ende gebracht haben. Soweit mal ein kleiner Einblick bei uns. Ich glaube, auf der Open House Plattform ist ganz viel zu sehen, aber auf unserer Website www.fgdeco.de findet man eigentlich die Chronologie des gesamten Jahres mit allen Ergebnissen. Also viel Spaß beim Surfen und Browsen. Ja, ich glaube, wir haben da eine große Transparenz in die Lehre geschaffen. Ja, vielen Dank, Jan. Ralf, magst du gleich anknüpfen und berichten, wie das zweite Semester in deinem Studio aussah? Ja, das zweite Semester war bei uns eigentlich relativ ähnlich wie bei Jan auch, und wir haben ja sehr intensiv auch in dem Semester tatsächlich jetzt mal mit beiden Kursen zusammengearbeitet. Das Wunderbare daran war, dass wir jetzt wirklich mal die Gelegenheit hatten, eigentlich was umzusetzen aus gezwungener Situation heraus, was uns schon lange im Kopf rumgeisterte, nämlich die Frage, wann setzt man in der Architekturausbildung den Schritt ins Digitale? Normalerweise ist das erste Studienjahr traditionell ja noch analog. Das heißt, es wird wirklich im Zeichensaal gearbeitet, an analogen Zeichnungen und vor allen Dingen auch an extrem viel experimentellen Modellbautechniken gearbeitet, die immer wieder in die Entwurfsarbeit einfließen. Und natürlich war das jetzt in dieser Form gar nicht mehr denkbar oder möglich, da niemand zu Hause Betonmodelle gießen konnte oder Lötmodelle anfertigen könnte etc. Das heißt, wir haben unseren kompletten Lehrzielplan eigentlich umgestellt, in Windeseile in einem Monat von Mitte März bis Mitte April, bis es dann losging, und haben eigentlich versucht, uns jetzt ganz auf diese digitalen Werkzeuge zu konzentrieren. Und ich muss sagen, das war eine unglaubliche Herausforderung, nicht nur für mein ganzes Team, die sich da auch wahnsinnig reingehängt haben, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Tutoren, alle eigentlich im Team, sondern eben auch für die Studierenden, die ja jetzt als zusätzliche Herausforderung auch noch die digitalen Werkzeuge lernen mussten in der Kürze der Zeit.
und eigentlich gar nicht wirklich eine Einführung dafür bekommen hatten. Und das hat unheimlich gut geklappt. Es hat enorm viel Spaß gemacht und es hat uns auch viel Spaß gemacht, einfach von den physischen Modellen jetzt mal zu experimentieren mit digitalen Modellen, die teilweise sehr rudimentär, aber doch auch ganz explizite Raumvorstellungen immer wieder übersetzt haben. Unser Thema in dem Semester hat sich wieder mit Infrastrukturen in Berlin beschäftigt. Und zwar haben wir uns die Spree vorgenommen und haben mehrere Brückenschläge gemacht über die Spree rüber, um sozusagen den Brückenraum als zusätzliche städtische Ressource zu begreifen, sowohl im qualitativen Sinne als eben auch im quantitativen Sinne, tatsächlich im Sinne einer Nachverdichtung in einen Raum hinein, der eigentlich ja nicht verdichtet ist. Und das war vielleicht auch etwas, was dann im Nachhinein beinahe auch schon wieder so ein aktuelles Thema war, weil natürlich die Frage, wie man eigentlich eine Stadt in ihrer Dichte erhalten kann, extrem aktuell ist, gerade in Pandemiezeiten. Wie können wir die Dichte wahren, die wir sonst immer so hochgehängt haben? Die kollektive Stadt, die produktive Stadt, all diese Szenarien, wenn wir gleichzeitig aber nicht dicht aufeinander bauen können und aneinander bauen können und eigentlich diesen Abstand immer wahren müssen. Also das war eigentlich eine ganz schöne Übung. Die Ergebnisse können Sie auch, glaube ich, sehr schön dann auf der Open House-Seite sehen. Da würde ich Sie alle einladen, einmal durchzulaufen und sozusagen den Ausstellungsbeitrag da auch von unserem Fachgebiet wahrzunehmen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei allen Studierenden bedanken. Das war wirklich kein leichtes Semester für euch. Ihr habt da wirklich unglaublich viel geleistet und ich bin mir wirklich absolut sicher, ihr seid absolut super gerüstet jetzt für das dritte und vierte Semester. Und ich glaube, wenn ihr so weitermacht, dann werden wir noch viel von euch sehen in den folgenden Jahresausstellungen und da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ralf, für die Ausführungen. Vielen Dank, Jan. Ich würde es, vielleicht können wir am Ende noch ein paar Fragen dazu stellen. Ich hätte einige, aber ich fahre erst mal fort. Ich denke, es ist sinnvoll, jetzt mal anzuknüpfen mit Herrn Stefan, einfach weil Herr Stefan natürlich auch Entwürfe anbietet, im Master als auch im Bachelor, aber auch eben die Bachelorstudierenden, die durch eure Kurse gegangen sind, eben kennt und sie betreut in Entwürfen im vierten Semester dann oder auch im fünften und gleichermaßen aber auch dort diese Vertiefung, die ich vorhin angesprochen habe, zusammen in Kooperation mit den Fachgebieten veranstaltet und gleichzeitig natürlich aber auch in den Masterprogrammen sicher eigene Entwurfsangebote wieder gemacht hat. Also Herr Stefan, bitte fahren Sie fort. Ja, hallo. Wir haben dieses Hallproblem, das glaube ich hängt damit zusammen, dass Zoom und der Livestream zeitversetzt sind. Ich schalte jetzt also meinen Lautsprecher aus. Ich hoffe, dadurch wird es besser. Können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Und ich hoffe jetzt ohne Widerhall und Rückkopplung. Hallo, unser Fachgebiet beschäftigt sich in der Lehre und in der Forschung hauptsächlich mit nachhaltiger Architektur. Wir haben vier Forscherteams, die teilweise auch sehr international arbeiten und dadurch waren wir natürlich durch diese Krise sehr eingeschränkt. Wir konnten nicht reisen, wir bauen Prototypen in Nordafrika. Das war natürlich sehr behindert. Die Kommunikation intern der Forschergruppen läuft wirklich gut. In der Lehre, da war ich sehr skeptisch am Anfang des Semesters, wie das laufen wird. Also wir haben in diesem Sommersemester drei Entwurfskurse angeboten. Einen im Bachelor, Flakturm for Future. Da war gestern die Präsentation. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Studierenden mehr gearbeitet haben von zu Hause aus, als sie es bisher getan hatten. Also da haben wir auch positive Erfahrungen gemacht. Wir werden morgen um 15.30 Uhr, das ist auch auf Livestreaming, können Sie das mitverfolgen, eine erste Präsenzveranstaltung
stattfinden auf dem Flakturm mit den Modellen, die die Studierenden gebaut haben, natürlich mit Sicherheitsabstand. Wir haben ein Forschungsprojekt zum CO2-freien Campus der TU und der UdK. Das wird auch vom Präsidium unterstützt und da haben wir schon große Fortschritte erzielt. Das Ziel ist, den Campus bis 2025 CO2-frei zu bekommen. Also das, was das Land Berlin und die Bundesregierung für 2050 geplant haben, wollen wir exemplarisch auf dem Campus als exemplarischen Stadtteil demonstrieren. Also nicht nur erforschen, sondern auch umsetzen. Ja, wir hatten noch zwei Masterentwürfe. Heute hatten wir zu Gast das Obsolete Typologies, das Rathauscenter in Ludwigshafen, die Oberbürgermeisterin und den Baudezernenten von Ludwigshafen. Und die waren eben auch sehr interessiert an den Ergebnissen der Studierenden und wir werden an dem Thema auch weiter dranbleiben. Und das Thema Tegel, Klaus war am Mittwoch auch dabei, hat auch überraschend gute Ergebnisse gebracht. Ja, vielen Dank an meine Mitarbeiter, an die Studierenden. Ich hätte nicht gedacht am Anfang dieses Semesters, dass wir doch solche guten Ergebnisse erzielen können. Okay, vielen Dank, Herr Stephan. Und das war ja auch eine gute Überleitung zu Herrn Rückert, der eben auch aktiv ist bei uns im Haus und für das ja, zur Strukturentwicklung beiträgt, sodass Sie dann auch bestenfalls halten möge am Ende. Herr Rückert, legen Sie los. Wie waren Ihre Kooperationserfahrungen dieses Semesters? Was können Sie darüber behaupten, wie Sie arbeiten konnten, Sie und Ihre Kollegen? Klaus, du musst dein Mikrofon einschalten. Ah ja, Herr Rückert, das Mikrofon ist aus, scheinbar. Also ohne Mikro geht es schlecht, ja, aber so ist das mit der Technik. Ja, nochmal begrüße alle die Zuschauer, Zuhörer, Kollegen, Studenten, die jetzt da dabei sind. Zur Frage, wie das letzte Jahr, das letzte Semester gelaufen ist, kann ich die Antwort gleich vorwegnehmen. Hier, es lief sehr gut und wesentlich besser, als wir alle gedacht haben, oder ich zumindest. Es hat uns im März, April, Anfang des Semesters hier gewaltig getroffen. Keine Präsenzlehre mehr und Architekturstudium, auch unser Fach, basiert das sehr wesentlich auf der Präsenz, ist weggefallen, alles online. Und es gab schon eine große Anstrengung, das alles umzustellen. Ne? Also auch Dank an meine Mitarbeiter, die hier sehr wesentlich mitgewirkt haben, Vorlesungen, Übungen umzustellen von PowerPoint in Videodateien, Videostreams, die Studenten dann auch offline zeitversetzt herunterladen konnten. Das hat alles ganz gut funktioniert. Das ist der erste Teil unserer Lehre und das zweite sind, wie vorhin schon mal angesprochen, immer unsere Zusammenarbeit mit den Entwurfsfachgebieten, diese konstruktiv vertieften Entwürfe. Und das basiert natürlich sehr viel auf Kommunikation und persönliche Betreuung und Seminaren. Pläne besichtigen. Und auch das hat sehr gut funktioniert, natürlich mit allen technischen Stolpersteinen, die es so gibt. Und Zoom war natürlich das Mittel der Wahl. Und es hat nicht nur Nachteile, diese Geschichte. Man kann da auch ein paar Vorteile nachher sehen. Zum Beispiel ist es sehr schnell möglich, sich zu treffen, auch ein Meeting einzuberufen, auch zu ungewöhnlichen Zeiten. Man muss nicht mehr reisen oder umfahren oder irgendwas transportieren. Man hat alle Pläne, alle Unterlagen sofort greifbar. Was ich relativ genossen habe, dass man in die Pläne auch rein skizzieren kann, Änderungen, Vorschläge, Wünsche und nicht die schönen Pläne nachher irgendwie verunstaltet. Das kann man leicht löschen. Man kann reinzoomen, man kann sehr detailliert Dinge besprechen.
Nachteil ist natürlich bei der ganzen Geschichte, dass der Kontakt fällt und die Emotion fällt. Und Architektur und Entwerfen hat doch auch mit Emotionen, mit sozialen Kontakten, mit Kommunikation zu tun. Und das ist sicherlich noch verbesserungsfähig. Und vielleicht kann man im nächsten Semester, wo wir noch nicht ganz wissen, wie das wird, vielleicht das verbinden. Und diese digitalen Sachen, die sich das Fachgebiet, das Institut erarbeitet hat mit digitalen Medien, dass man das verwendet, alle Vorteile nutzt. Aber ich denke, wir brauchen schon auch wieder ein Stück weit eine Präsenz-Uni, eine Einladung der Studenten. Zur Arbeit insgesamt, wie gesagt, der Schwerpunkt sind diese konstruktiven Entwürfe. Da kam überraschend oder nicht überraschend, weil die Studenten, wir haben ja gute Studenten, die haben auch gewaltig gearbeitet, kamen sehr, sehr gute Entwürfe raus, sehr überrascht. Ich will jetzt nicht sagen, sie waren besser, aber sie waren mindestens genauso gut wie vorher. Insofern großes Lob an die Studenten. Über die einzelnen Entwürfe werden sicherlich die Fachgebiete im Einzelnen nochmal detailliert reden. Insofern danke an die Mitarbeiter, danke an die Studenten, auch das technische Team, das dahinter steht. Und zum Schluss würde ich noch einen Wunsch gern äußern. Ich möchte unsere Studenten wieder an der Uni haben. Ich würde sie gern wiedersehen und mit ihnen kommunizieren. Und ich wünsche allen ein gutes Weiterstudium oder einen guten Studienbeginn. Ja, vielen Dank, Herr Rückert, für die Darstellung. Ja, ich danke allen, die jetzt zu uns gesprochen haben. Ich hätte noch einige Fragen eigentlich, aber ich würde das mal verschieben. Wir haben noch einen recht langen Weg vor uns, auch wenn es jetzt drei Etappen sind, sind es doch noch einige Etagen insgesamt. Und ich würde jetzt einfach darum bitten, dass wir uns aufwärts bewegen und unsere nächsten Kolleginnen in Empfang nehmen. Und während das geschieht, werde ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Können wir hochgehen? Sie können sich ja auch... Bin ich jetzt zu hören? Ja? Okay, wie das so ist, sieht man auch gerade, der Raum füllt sich mit neuen Kolleginnen und es sind noch ein paar aus der vorherigen Session da, was ich gut finde. Das erinnert mich an unser schönes Treppenhaus, wo man sich auch immer auf dem Weg begegnet. Ich würde mal anfangen. Ich denke, wir kennen alle auch die Kolleginnen, die wir jetzt sehen. Ich fange mal vielleicht mit Philipp Geier an. Philipp Geier ist relativ neu bei uns, ist aber sehr ambitioniert mit seinem Fachgebiet digitale und nachhaltige Architektur bei uns gestartet und supportet auch schon viele Kolleginnen bei der Auseinandersetzung mit Entwürfen und Gebäudeperformance. Sehr schön, dass Sie heute hier sind auch. Dann begrüße ich Professor Roswa Klinge, der mit seinem Natural Building Lab und ich sehe schon Nina im Hintergrund auch sicherlich einiges zu berichten hat. Dann geht es weiter mit Herr Misselwitz, also Philipp, haben ja auch schon alle gesehen. Er hat uns ja die tollen Grußworte schon spendiert und das Intro hier ins Haus gegeben. Dann sehen wir vom Fachgebiet Bürkle, Fachgebiet Bildende Kunst, sehen wir Katrin Wegemann und Nora Mertes. Die beiden werden berichten, es sind künstlerische Mitarbeiterinnen, die werden über ihre Praxis berichten in diesem Semester. Und wir begrüßen auch Jakob van Reis, der auch aktiv ist im Bachelor als auch im Master. Und ich bin sehr gespannt auf die neue Runde. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit Philipp Geier, da er einfach auch sehr neu bei uns in der Runde ist und einen interessanten Support sicherlich gegeben hat. Herr Geier, bitte, legen Sie los. Wie war das Semester?
Okay, danke für die Einleitung. Ja, wir sind ja mit dem Digitalen sozusagen in einem Zentrum der offline der verteilten Lehre. Wir haben zwei Themen untersucht in diesem Semester und das waren, glaube ich, zwei sehr spannende Themen. Zum einen den digitalen Zwilling, den digitalen Zwilling des Gebäudes. Und wir haben versucht herauszukriegen, was kann das Gebäude, was kann ein digitaler Zwilling des Gebäudes uns helfen, das Gebäude während des Betriebs zu untersuchen. Ich denke, da haben sowohl die Studierenden als auch ich viele Einsichten gewonnen und viel gelernt daran, was da passieren kann, was das bedeutet, da weiter ins Digitale vorzudringen und zu verstehen, wie man Simulationen, digitale Modelle, Sensoren und Aktuatoren in Gebäuden verwenden kann, um das ganze Gebäude während des Betriebs besser zu steuern. Das war sehr spannend. Da sieht man hier auch hinter mir im Hintergrund so einige Ergebnisse davon, wo Anwesenheit von Leuten, Licht und so weiter gesteuert hat und damit die Energieperformance verbessert wurde. Das zweite große Thema war die künstliche Intelligenz und die Idee, künstliche Intelligenz als Entwurfswerkzeug einzusetzen. Ich switch das mal hier einfach im Hintergrund und sozusagen den Entwerfenden zu unterstützen. Wir haben da viel rumexperimentiert, zusammen mit dem Fachgebiet Unzoten und der Moritz war da mit dabei. Wir haben Generatoren von Grundrissen erzeugt, die durchaus brauchbare Lösungen dann im Endeffekt liefern konnten. Wir haben Energieverbrauch schnell verfügbar gemacht auf normalen Rechnern ohne Simulation. In Millisekunden können wir 2000, 3000 Varianten berechnen. Das haben die Studierenden dann nach ein bisschen Kniffelei mit dem Code, mit Python und den Paketen, die es da gibt, mit parametrischer Simulation und so weiter rausgekriegt. Das war durchaus anspruchsvoll, aber da war auch eine hohe Motivation zu sehen, das hinzukriegen. Also das hat mich wirklich sehr überrascht, was da für Ergebnisse möglich waren. Und dann im Endeffekt diese Schematik auch zu verstehen, was das eigentlich ist, künstliche Intelligenz, und was wir damit im Bauwesen machen können. Und ich denke, auch da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Das Digitale in der Lehre und die Zusammenarbeit, das hat nach einer anfänglichen Gewöhnung daran, dass man sich nicht trifft und nicht über eine Sache am Schreibtisch sprechen kann, dann doch gut geklappt. Und auch die Erkundung der Lehrplattform, der ganzen Tools, die wir dann verwendet haben, das ist eigentlich gut gelaufen, würde ich sagen. Und ein bisschen schade ist natürlich, dass man so eine Sitzung für eine Präsentation nicht so lange machen kann, weil das einfach anstrengend ist. Also das musste man auch feststellen, die digitalen Sitzungen sind anstrengend und dass dann doch eher kurze Präsentationen sich angeboten haben. In der Forschung haben wir schon lange Training mit digitaler Technologie und ich habe, oder da war ein EU-Projekt, ja, das über ganz Europa verteilt war zu thermochemischen Energienetzen. Da war das sowieso bekannt, wie das läuft. Eine DFG-Gruppe, wo wir uns mit Building Information Modeling in frühen Entwurfsphasen auseinandersetzen, die jetzt auch in die zweite Phase an der TU Berlin geht. Und da sind sowieso Standorte wie Bochum, München, Essen, jetzt Berlin miteinander verbunden und das läuft dann mit den ganzen Tools, die es da gibt, weiter. Aber trotzdem muss ich sagen, dass das jetzt diese überraschende Umstellung super geklappt hat und will auch meinen Mitarbeitern für das Engagement, sind ja doch einige neue Werkzeuge, Tools, Arbeitstechniken in Angriff genommen worden, möchte ich hier auch nochmal danken und sagen, dass ich auch sehr positiv überrascht bin von den Ergebnissen, die da möglich waren. Für die Ausführungen. Ich möchte jetzt noch ganz gerne, weil wir ja bis zum 7. jetzt gehen, auf unserem Weg auch noch Christine Wellner nochmal begrüßen vom Fachgebiet Planungs- und Bauökonomie und auch Rainer Hill ist jetzt bei mir sichtbar. Viele Grüße und ich würde mich freuen, wenn jetzt Professor Eike Roswa-Klinge mal weitermachen könnte, denn das Natural Building Lab scheint mir jetzt ein
ein vielleicht auch interessantes Kontrastprogramm zu sein, ohne das jetzt zeitlich zu meinen, aber einfach die Auseinandersetzung mit Baumaterialien, die natürlichen Ursprungs sind, und das Konstruieren und Entwerfen im Einklang ist sicherlich auch eine interessante Sichtweise hierauf. Loslegen. Genau, Henrik, vielen Dank. Wir sind das Natural Building Lab und heute auch in unserer Werkstatt. Wir haben eine Teilöffnung bewirken können. Also wir befassen uns mit klimagerechter Architektur, konstruktiven Entwerfen und Bauen und arbeiten in unterschiedlichen Länderkontexten mit Design-Bild-Formaten im Wesentlichen. Wir begreifen uns als Plattform für selbstbestimmtes Lernen und transdisziplinäre Lernprozesse und haben damit verschiedenen Projekten im Prinzip hier auch im Hause, die sich gleich dann nochmal vorstellen werden, Vernetzungen. Und hier in der Ackerstraße haben wir jetzt im Moment natürlich unsere Werkstatt und eine Teilöffnung, wo wir mit einer kleinen Gruppe an Studierenden auch wieder praktisch arbeiten dürfen. Matt und Nina werden jetzt die konkreten Projekte des letzten Semesters vorstellen. Ja, genau. Hallo. Uns ist auch nochmal viel über unser Image bewusst geworden. Also viele der Kollegen, Kolleginnen, Studierenden haben irgendwo am Anfang gedacht, dass sobald wir keinen Hammer mehr in der Hand haben, eigentlich nicht mehr arbeitsfähig sind. Natürlich ist irgendwo das Design-Build-Image oder Design-Build-Projekte, Projekte, die uns sehr am Herzen liegen, und wir begreifen jetzt gerade auch die Chance, die da auch nochmal viel stärker über Kollaborationen und mit wie wir kollaborieren und wie wir eigentlich uns in der akademischen, nicht akademischen Welt an dieser Schnittstelle bewegen, darüber zu reflektieren und da weiterzuarbeiten. Also arbeiten auch gerade an einem Projekt zusammen mit der Habitat Unit, den Exil-Container Installation von dem Anhalter Bahnhof, wo wir es auch geschafft haben, jetzt hier einen der ehemaligen Tempo-Home-Flüchtlingscontainer in die Halle zu stellen und hier mit den Studierenden teilweise schon in kleinen Gruppen daran prototypisch zu arbeiten. Und auch generell, so schwierig das alles war, hat es uns auch Chancen eröffnet, in wieder anderen Formaten der Forschungsprojekte generell über Architektur, Lehre und ganz stark auch über die Wahrnehmung von Architekturstudierenden in der Lehre nachzudenken. So ist heute zum Beispiel ein kleines oder Magazin rausgekommen von Magdalena Böttcher, Critical Perspectives, was ich allen ganz stark ans Herz legen würde, sich mal da reinzulesen und ein bisschen mehr über die studentische Perspektive auf Architekturlehre zu erfahren. Das findet man alles auf unserer Homepage. Ja, und was die Entwurfsprojekten anging dieses Semester, es war natürlich wie immer ein Jahr von zwei Semester, aber die waren halt sehr unterschiedlich. Wir haben im Wintersemester gemeinsam mit Bachelor- und Masters-Studierenden einen großen Entwurfsstudio gemacht, wo wir mit dem Bauingenieur und den Landschaftsarchitekten und anderen Disziplinen kollaboriert haben. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, viel Dialog und auch viel handwerklich gearbeitet, waren auch viel in der Werkstatt hier. Natürlich im Sommersemester war das ein bisschen anders. Da haben wir uns eher an einem konstruktiven Thema gewidmet in unserem Resource Timber Studio. Haben uns sehr stark mit den Ressource Holz in Berlin-Brandenburg befasst und dann am Ende konstruktive Entwürfe, Hochbauentwürfe für den Molkenmarkt in Berlin-Mitte entwickelt, die auf der Grundlage von einem Städtebaustudio im Wintersemester von dem Fachgebiet CUD basiert sind. Ich, es gab jetzt ja einige Auskünfte, die darauf schließen lassen, dass ihr viel zusammenarbeitet, viel interdisziplinär unterwegs seid. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, ich muss jetzt mal gucken, ich glaube, diese Kamera ist gerade aktiv, wenn jetzt Frau Wellner mal fortführt, denn sie unterstützt ja mit der Planungs- und Bauökonomie und der Immobilienwirtschaft eben auch, also sie bringt sicherlich viele Leute an den Tisch, um eben zu einer Realisierung oder Einschätzung eines Projekts beitragen zu können. Bitte, wie war Ihr Semester, Frau Wellner? Sehr gern. Ich vertrete jetzt ja quasi hier gleich zwei Institutionen. Das eine ist mein Fachgebiet am IFA, und gleichzeitig darf ich auch noch
den REM-Studiengang hier mit einbringen. Zum Fachgebiet vielleicht die Idee, die bei uns am Fachgebiet gelehrt wird, ist, dass wir eigentlich offen sind nach allen Seiten. Das heißt, wir kooperieren sehr gern mit Kollegen und bringen dort eben die ökonomische Brille mit ein. Grundsätzlich haben wir aber einen großen Teil der Grundlagenlehre, die jetzt weniger spannend ist, hier vorzutragen, wo wir auch keine Bilder präsentieren können. Da sind einfach 180 Studierende im Bachelor, die dann auch eine große Klausur schreiben müssen, was dieses Jahr ja eine besondere Herausforderung sein wird. Es heißt ja Jahresausstellung, das heißt, wir stellen hier nicht nur das letzte Semester vor, sondern auch das Wintersemester. Und im Wintersemester möchte ich kurz darauf eingehen, was wir als Lehrforschungsprojekt gemacht haben. Und zwar war das der sogenannte Mäusebunker, also die Tier- und Laborinstitutionen der FU bzw. der Charité. Das ist ein Gebäude, was man gemeinhin dem Brutalismus zuordnet, wiewohl es auch diese Baurichtung ja so gar nicht gibt. Und dieses Gebäude sucht eine Nachnutzung bzw. soll abgerissen werden, wie vielleicht einige von Ihnen auch schon mitbekommen haben. Und wir haben uns Gedanken gemacht über eine sinnvolle und das heißt in dem Fall eben auch wirtschaftlich tragfähige Nachnutzung gemacht. Und das hat relativ viel Aufsehen erregt. Einmal, weil das Gebäude auch im Denkmalrat mehrfach Thema war und auch geplant ist, unter Denkmalschutz zu stellen und damit natürlich nicht mehr abgerissen werden könnte. Also insofern ist es ein spannendes Thema, was gerade auch noch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Zwei Masterarbeiten dazu folgen noch. Ansonsten könnte ich mit einem Satz sagen, wo unsere Forschungsprojekte angesiedelt sind. Letztendlich sind unsere Forschungsprojekte alle an der Schnittstelle von der Planung zur Ökonomie angesiedelt. Das heißt, wir wollen im Grunde Qualitäten der Planung ökonomisch oder wertbasiert unterlegen. Wir fragen uns also, was sind bestimmte Dinge wert, aber nicht wert im Sinne von Euro, sondern was ist es uns wert, uns dafür zu entscheiden. Und das hat eben ganz viel auch mit Wohn- oder eben auch Nutzungsqualität von Gebäuden zu tun. Und auf letztendlich ähnlichem Gebiet ist auch der REM-Studiengang angesiedelt. Der REM-Studiengang ist ein interdisziplinärer Studiengang, der auf der Basis vielleicht einer architektonischen oder einer stadtplanerischen oder einer Bauingenieur, juristischen, geografischen oder was auch immer Vorausbildung, also einem Vorstudium basiert und dann verschiedene Disziplinen in den sogenannten Semesterprojekten zusammenführt. Welche Semesterprojekte das in den letzten beiden Semestern waren, kann man auf der IFA Open House Homepage nachlesen oder auch gerne auf der REM Homepage. Vielen Dank und auch von mir herzliche Grüße in die Runde. Frau Wellner, ja, ich würde mich freuen, wenn das Fachgebiet Bildende Kunst anknüpft und die Kolleginnen einen Einblick geben in die künstlerische Auseinandersetzung. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Semester dazu beigetragen hat, sie zu stützen. Ich nehme an, dass es hier einige Konzeptionen gab, die sich leichter umsetzen ließen als andere. Aber ja, wie habt ihr den Weg bestritten? Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich vertrete gemeinsam mit Nora Mertens jetzt das Fachgebiet Bildende Kunst. Und Nora wird zuerst vorstellen, wie wir gearbeitet haben, wie es bei uns war. Ja, hallo auch von meiner Seite, Nora Mertens. Ich, wie gesagt, wir sprechen stellvertretend für Professor Bürkle hier auch heute. Und ich beginne mal im letzten Semester, weil für unser Fachgebiet ist es ja üblich, dass wir aus dem Vollen schaffen, was Material, Prozess und auch den Umgang mit Raum angeht, wo es viel um unmittelbare Wahrnehmung geht, um das sinnliche Erfahren und Erforschen des städtischen und auch räumlichen Umfeldes, in dem man sich bewegt. Und im letzten Semester ist das beispielsweise in dem Wahlpflichtkurs Studio im Endsemesterzustand passiert. Da haben die Studierenden einen fotografischen Blick auf ihr sogenanntes zweites Zuhause gelenkt am Ende des Semesters, und zwar auf ihre Studios. Oder ein anderes Beispiel vom letzten Semester ist das der Wahlpflichtkurs Porzellanexperiment. Da haben wir tatsächlich eine sehr breite Dimension des Materials Porzellan aufgefächert, sowohl praktisch als auch
theoretisch. Im praktischen Sinne haben wir gegossen, gedreht und alles Mögliche an Techniken angedockt oder tatsächlich nur angestochen innerhalb von einem sehr intensiven Kurs in unserem Studio auf der Schleuseninsel, um dann auch mit KPM oder in Kooperation mit den Werkstoffwissenschaftlern über das Material nachzudenken, also in welcher Weise dieses Material verwendet wird. Und das war dann für die Studierenden Grundlage für eigene kleine, aber eben auch größer gedachte Entwürfe. Da kann man, glaube ich, ganz schöne und auch geschmacksvolle im erweiterten Sinne Bilder auf der Webseite sehen. Und dieses Prinzip aus dem Material und dem Prozess und in der direkten, unmittelbaren Wahrnehmung zu arbeiten, wurde in diesem vergangenen Semester natürlich total auf den Kopf gestellt und umgeworfen. Insofern mussten wir auch unsere Semesterplanung umwerfen. Anstatt gemeinsames Arbeiten und mit Material stand eben Digitalisierung und Vereinzelung an. Das ist sehr typisch für unser Fach, untypisch für unser Fachgebiet. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir genau dieses Thema der Vereinzelung eigentlich betont haben. Also wir haben die Studierenden gebeten, über den wirklich fast ritualisierten Umgang des Zeichnens, und zwar in einer Art visuellen Tagebuch, täglich von dem ganz Profanen, ganz Kleinen im unmittelbaren eigenen Umfeld auszugehen. Also von der WG-Küche, aus dem eigenen Bett heraus, aus dem Schreibtisch, aus dem Blick aus dem Fenster, zu zeichnen und zu erfassen, was eigentlich unmittelbar um sie herum passiert. Und zwar wirklich ganz stoisch in täglichen Zeichnungen. Und das haben wir sowohl im Grundkurs als auch in einem Wahlpflichtkurs gemacht. Und diese täglichen Zeichnungen haben dann in beiden Kursen mit einer gewissen unterschiedlichen Gewichtung dazu geführt, dass sich aus diesen profanen individuellen Beobachtungen dann im Grunde einzelne und eigene Erzählstränge, Erzählweisen und Blickweisen manifestiert haben. Also es ist sozusagen eine visuelle Untersuchung auf der einen Seite, aber eben auch eine visuelle Äußerung, die wir dann in Gruppenmeetings via Zoom diskutiert haben. Und wir Lehrenden haben diesen Prozess individuell begleitet. Also es gab immer Einzelgespräche. Das heißt, es war ein wirklich sehr, sehr auf das eigene und nach außen schauender Prozess, der ganz viel positive, aber auch ganz viel zu diskutierende Erfahrung gebracht hat. Also auch mit Hinblick auf das ganze Semester als digitales Format und was dann im kommenden Semester kommen wird. Und das ist etwas, was wir jetzt als Erfahrung auf jeden Fall mitnehmen und wo wir sehr gespannt sind und auch schon einige Möglichkeiten entwickelt haben, wie man mit dieser doch unsicheren, aber auch interessanten Situation gerade in der bildenden Kunst umgehen kann im kommenden Semester. Und jetzt gebe ich mal an meine Kollegin weiter, die noch zwei weitere Kurse vorstellt, Katrin Wegemann. Wir hatten dann auch noch zwei PIFs angeboten, einen in Kooperation mit Birgit Klaug, Stadtraumfotografie. Da hatten wir Glück, dass wir schon in der Konzeption an Fotografie das Medium gewählt haben, was nicht unbedingt im Studio stattfindet, sondern was draußen stattfindet. Der Ort war die Köpenicker Straße, von dem Schlesischen Tor bis zur Heinrich-Heine-Straße. Da existieren ja verschiedene Berlin-Zeiten parallel. Und die Aufgabe war eine fotografische Annäherung im Sinne einer Stadtraumporträts. Es war eine Sechser-Serie mit Bildern. Das haben wir alles online gestellt auf der Website. Es sind ganz spannende Serien entstanden. Es gibt viele Graffitis dort, es gibt viele Brüche, es gibt Vorder-Hinterbauten. Das war ein sehr gutes Medium für die Studierenden in dieser digitalen Zeit zum Arbeiten. Sie haben ganz alleine gearbeitet, das war auch neu für uns. Wir arbeiten sonst immer in Zweierteams. Und dieses Gespräch eigentlich über Zoom, dieses Gespräch, zwei Augen treffen sich im Zoom. Es war sehr intensiv. Es war, auch wenn es nur 10 Minuten war, oft intensiver, als wenn man sich live trifft. Es ist anders live, aber ich kann sagen, wir haben sehr gute Ergebnisse gehabt. Also die haben nicht irgendwie an Qualität oder so verloren dadurch. Sie sind einfach nicht in Kooperation mit anderen im Austausch entstanden, sondern alleine. Aber es war auch von der Qualität sehr überzeugend für mich und für die anderen eigentlich auch. Dann hatten wir noch einen anderen PIF mit Bettina Kraus zusammen, Kunst und Architektur, das Medium is the Message, in der Alten Münze. Da hatten wir Glück, dass die Alte Münze auch geöffnet war. Es gab da ein Café.
dass die Studierenden da rein konnten in den Innenhof und dort eine fotografische Annäherung Serien zu Raumporträts, zum Innenraum, Außenraum anfertigen konnten und sich somit auf den Entwurf vorbereiten und annähern konnten. Es gab auch 3 Studierende, die im Ausland waren und es nicht von Berlin aus machen konnten. Die haben sich dann andere Gebäude gesucht, die ähnliche Geschichte haben und ähnliche Herausforderungen und das dann vor Ort gelöst. Da sehen wir auch 2 Beispiele online auf der Website. Das war eine ganz gute Lösung, dass wir trotzdem künstlerisch weiter produktiv arbeiten können, auch in solchen Zeiten. Ja. Gut, dann bedanke ich mich, freue mich, euch, Sie alle mal wieder live zu sehen und Grüße an alle und einen guten weiter. Vielen Dank. Vielen Dank für die Übersicht. Also eine intensive Auseinandersetzung mit Material, mit Stadt, mit Fotografie, mit dem Wählen von Ausschnitten. Um weiterzufahren, fortzufahren, freue ich mich jetzt auf die Ausführungen von Jakob von Reis, der mit seinem Team im Bachelor als auch im Master aktiv war, eigentlich die gleichen Positionen, was die Struktur des Studienverläufe angeht, wie Bettina Kraus hat. Jakob, bitte, was sind eure Erfahrungen diesen Semester? Wie sind eure Projekte gelaufen? All right, hello. Hi Zoomers, hi YouTubers. Ja, das war natürlich ein extrem besonderes Semester und ich will nicht wiederholen, was alle schon gesagt haben, aber ich möchte gerne ein Element, ein großes Vorteil, das wir so ein bisschen entdeckt haben mit unseren Besprechungen, dass wir jetzt Gastkritiker aus der ganzen Welt einladen können. Wir hatten gerade eine Endpräsentation mit einem Spezialist aus Indonesien. Letzte Woche gab es eine Position von Architekten aus Ecuador. Mit einer anderen Zwischenpräsentation gab es einen Spezialist aus Tokio. Das war natürlich absolut unmöglich gewesen ohne Zoom. Gut, dieses Semester und diese Ausstellung, normalerweise zeigen wir einfach alles. Alles, was alle Studenten gemacht haben in ein Jahr. Und dann gibt es eine Menge, einen Supermarkt von Projekten und Entwürfen und Modellen, wo man dann Schönheit und Genialität und vielleicht auch nicht so schöne Sachen entdecken kann. Aber das geht um die komplette Produktion. Das ist etwas schwierig jetzt. Wir haben dann uns überlegt, wie können wir das jetzt machen? Und wir haben einfach gesagt, wie ein Open Mic, haben wir ein Open Website gemacht, wobei die Studierenden selbst ihre Projekte vorstellen. Und dann können sie damit ein Mini-Video, ein Mini-Präsentation von ihrer Arbeit zeigen an das Institut. Und es hat eine interessante Liste gegeben. Wir haben 3 Semester offengestellt, auch das letzte Sommersemester von ein Jahr vorher. Natürlich Wintersemester und von diesem Semester gibt es mehr ein Slideshow. Das war natürlich etwas zu fresh sozusagen. Etwas schwierig, um das natürlich umzubauen in ein Video. Gut, kurz um diese 3 Semester mal kurz vorzustellen. Letztes Jahr gab es neue Schulen, Schulbaus. Schulbau in Berlin, natürlich gibt es eine Schulbauoffensive. Und diese Compartment School war eine interessante Aufgabe. Beim Bachelor und beim Master. Und das gab, denk ich, auf verschiedene Orte in der Stad interessante Möglichkeiten, wie wir die Future of Education voor ons zien kunnen. En daarmee is dus ook een thema dat ons zeer interesseert. Wie kunnen nieuwe en bestaande typologieën interessante combinaties aangeven en hybride lösungen leiden en ook die in een urbane setting in die stad versterken. Dieses Jahr haben wir angefangen mit urbaner Produktion. Das war eine Bachelor und Master. Eine Zusammenarbeit mit Tragwerk. Und das Masterprojekt war auch in Zusammenarbeit mit Fachgebiet Misowitz gemacht. Wobei, wie wir wieder die Sachen produzieren können in die Stadt. Wie
was für Gebäude brauchen wir dafür, wie zukunftsbeständig oder zukunftsfähig sollen diese Projekte sein. Und es war natürlich ganz, ganz normal, dass in die Stadt die Sache produziert werden und vielleicht in die Zukunft wird das mehr und mehr wieder passieren. Das war, denke ich, ein sehr interessantes Thema, was wir vielleicht auch nochmal weiterentwickeln möchten. Dieses Semester wird natürlich angefangen mit zwei Projekten, ein Master mit ohne Tragwerklehre, halt eine neue Fugerei in Augsburg. Das war ein sehr interessantes Projekt, weil es auch einen realen Auftraggeber gab. Die neue Fugerei ist vielleicht nicht bekannt bei den meisten. Das ist de älteste noch funktionierende soziale Wohnbausiedlung in der Welt. Wie alt? 500 Jahre alt oder genau 499 Jahre. Nächstes Jahr feiern sie die 500 Jahre Existenz und sie versuchen auch nachzudenken über ein Fugerei 2.0. Wie können das Idee von diesem gemeinsames oder kollektiv Wohnen für Leute, die es etwas schwieriger haben, weitergehen in die nächsten 500 Jahre? Das war eine sehr interessante Diskussion, die Präsentation war vor einer Stunde fertig. Daneben haben wir ein sehr interessantes Projekt gemacht mit dem Bachelor-Studenten Massive Volume. Das war auch zusammen mit Tragwerk. Und das ging über Clubkultur in Berlin. Das natürlich viele sehr interessant finden. Angefangen mit das Thema Clubsterben, was dann letztes Jahr in die Presse war und jetzt mit Corona natürlich extrem eine andere Bedeutung bekommt. Es ist fast unmöglich, um einen Club zu betreiben. Und die Diskussion, die wir auch zusammen mit der Clubkommission Berlin führen, ist dann, wie können diese Orte, die jetzt nicht offiziell ein Veranstaltungsort sind, mehr in die Sauna- und Casino-Ecke in die Regeln geordnet sind. Wie kunnen deze clubs een meer permanentere basis vinden, wie een theater, wie een opera. Also deze thema waar dan, wie kan men een podium maken voor clubs, voor live muziek. Het was toll en super interessant. We hadden nog veel schöne After Hours mit DJs, mit Clubbetreiber, die alle natürlich extra viel Zeit hätten. Und das hat, denke ich, das Semester auch für uns und die Studierenden eine extra Qualität gegeben, wo natürlich auch schwierig ist, ohne Clubs zu leben am Moment. Aber gut, das Resultat war sehr interessant. Wir versuchen das nächste Semester weiterzuführen in eine Publikation, teilweise mit Fachgebiet Raoul Bunschoten. Und da wird auch eine Veranstaltung geben über die Zukunft von Clubs und wie können wir uns vorstellen, um mehr offizielle Clubgebäude, wie sehen die aus und wie werden sie funktionieren? Danke allen, auch Dank an mein Fachgebiet, das war eine besondere Zeit natürlich. Speziellen Dank für die Ausstellung, das Team von Rainer Hill, war super toll, dass es so organisiert ist. Auch meine Tutoren, die sich sehr viel dabei beschäftigt waren, Domenico und Sebastian, herzlichen Dank und toi, bis nächstes Semester. Ja, vielen Dank, Jakob, für die Ausführungen und die Erinnerung an Orte, an denen wir alle schon lange nicht mehr waren. Ich möchte jetzt gerne Rainer bitten, fortzufahren, denn auch er hat sich im Bachelor dieses Semester mit einem Ort auseinandergesetzt, der etwas in Vergessenheit geraten ist. Rainer, magst du weiterführen? Hören. Ja, hallo Hendrik. Ich habe jetzt den physischen Lift genommen und bin in das siebte Geschoss gefahren und befinde mich jetzt in dem Studio. Und wir können jetzt einen physischen Rundgang machen durch das Studio. Das sieht jetzt nicht aufgeräumt aus. Wir haben das Studio in ein Fotostudio umgewandelt und das bietet so ein ziemlich nostalgischen Blick, muss man sagen.
damit auch einfach erstmal vorweggenommen. Wir wollen das Studio natürlich zurückhaben, auch wenn wir uns jetzt so intensiv mit dieser digitalen Jahresausstellung auseinandergesetzt haben, weil nämlich vor allem auch das Studio erstmal die Arbeit im Team ganz anders gestalten lässt und Architektur studieren ist auch einfach ein kollektives Unternehmen, eine kollektive Aktivität. Aber vor allem auch, weil wir sehr stark auch Wert auf Modellproduktion legen. Wir haben im Wintersemester ein Studio eröffnet zu dem Thema Teehouse. Da ging es um Rituale. Wir interessieren uns für gesellschaftliche Transformation und auch wie die Architektur performt, also die Performance der Architektur. Die Rituale haben uns als Grundlage gedient, wie man wirklich eine Architektur entwickeln kann, auch wirklich im Detail, was aus gesellschaftlichen Prozessen, Abläufen, Bewegungen und eben Ritualen sich ableiten lässt und wirklich die Zusammenhänge auch zu dem Material hergestellt. Also wirklich mit großformatigen Modellen, mit Modellstudien, die wir jetzt versucht haben, in dieser digitalen Plattform abzubilden. Aber als dann das digitale Semester angefangen hat, war uns für uns auch klar, dass wir uns mit der Materialität auseinandersetzen wollen. Das Thema war Into the Urban Woods. Es ging darum, eine Waldsiedlung zu entwerfen in der Peripherie von Berlin. Und wir sind erstmal in den Plenterwald gegangen, ein sehr faszinierendes Ökosystem, so knapp vor dem Berliner Ring. Und die erste Aufgabe bestand darin, diesen Wald zu digitalisieren. Also wir haben eigentlich eine Bauaufnahme gemacht im Wald und die mussten ganz genau und detailliert jeden Baum zeichnen, aufnehmen. Also das war ein Versuch, das Physische in den digitalen Raum zu nehmen und wirklich kontextuell zu arbeiten, wirklich den Kontakt zu dem Physischen nicht zu verlieren. Und daraus entsprangen dann mehrere Bachelorarbeiten, die sich dann vor allem auch mit dem Thema Ökosystem Wald auseinandersetzen. Wie kann man die Räumlichkeit, aber auch wie kann man das natürliche Umfeld des Waldes mal ernst nehmen und eine Architektur machen, die kontextuell funktioniert, morphologisch funktioniert und in diesen Wald integriert ist. Das Interessante an der Aufgabe war auch, dass plötzlich während der Corona-Situation der Wald auch zu einem Rückzugsort geworden ist, also wo man plötzlich auch reflektiert und wo man die Gewohnheiten, die man sonst hat, vielleicht ändert. Das ist so ein Nebeneffekt dieser Pandemie, die sehr stark auch eine Diskussion zustande gebracht hat, welchen Werten folgen wir überhaupt und wie viel brauchen wir überhaupt und wie kann ich das jetzt wieder in die Architektur übersetzen? Also wir haben wirklich uns auch sehr intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, nicht nur irgendwie im Sinne von so einer Bilanz, sondern wirklich auch von Lifestyle und inwiefern auch jetzt die Formen, die Lebensformen geändert werden können und wie sich das dann plötzlich wieder auf die Architektur auswirkt. Das war ein sehr emotionales Semester, muss ich sagen. Es war ein aufwendiges Semester und es war emotional. Vor allem natürlich vielleicht auch aus der Schwierigkeit, Kontakt zu knüpfen mit den Studierenden. Und als wir dann auch einmal alle im Park mit Abstandsregeln getroffen hatten, haben wir festgestellt, wie viel an Kontakt und auch Austausch, der jetzt nicht über das Digitale funktioniert, wie viel davon einfach nicht ersetzt werden kann. Und ich glaube, für jeden war das eine große Herausforderung. Das hat man auch gespürt, dass die Studierenden oft sehr stark damit gekämpft haben. Sie sind auf sich zurückgeworfen gewesen. Und da gingen sehr viele auch Konflikte mit einher, die auch aus meiner Sicht emotional waren. Wir haben sehr stark das Format Film gepusht, natürlich, und auch festgestellt, dass die Narration, die ein Film bietet für das Entwurfsprojekt, nochmal auch ganz andere Stimmungen und Emotionen kommuniziert, als wenn man das mit so einer
rein analytisch oder lineal erzählten Projektpräsentation hinbekommt. Nichtsdestotrotz haben wir so mit allen Mitteln versucht, am Fachgebiet digital dazuzulernen. Wie können wir digital präsent sein? Wie können wir digital effizient sein? Und das war eben auch das Parallelprojekt der digitalen Jahresausstellung und Open House, was wirklich, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, nicht ein temporäres Projekt ist, sondern ein Zukunftsprojekt. Und ich hoffe sehr, dass jetzt die Lehre wieder ins Studio zurückkommt, aber anders, und zwar mit dem Zugewinn, den wir jetzt gemacht haben während der digitalen Lehre. Rainer, vielen Dank für deine Ausführungen und deinen Einblick. Ich würde jetzt, da wir bald mit der neuen Runde anfangen, aber noch einmal ganz kurz in die sechste Etage gehen zu Philipp Misselwitz von der Habitat Unit. Ich habe dich jetzt nicht als letzten rangenommen, weil du anfangen durftest, sondern einfach, weil wir dann auch sehr gut überleiten können auf unserem Weg nach oben auch zu deinen Kollegen oder unserer aller Kollegen, aber auf die anderen Städtebaufachgebiete. Somit bist du jetzt auch, denke ich, weite doch mal den Blick auf die Stadt, auf eure Art der Auseinandersetzung mit dem gebauten oder noch nicht gebauten Raum. Man hört jetzt im Moment nur über YouTube. Ich sehe gerade auf YouTube, dass es sehr stark verzögert ist. Ja, und ich glaube, die Moderation hörst du generell, glaube ich, nur über YouTube. Ich bin gar nicht hier reingespielt. Ich glaube, jetzt geht es weiter. Danke, Henrik, für die Einführung. Auch für uns war das ein sehr, sehr spannendes Jahr. Natürlich in der zweiten Hälfte stark geprägt über die Herausforderungen der digitalen Lehre. Ich möchte dabei als allererstes dem Team danken, der Habitat Unit, Anna Steigemann, Onir Ryan, Moritz Ahlert, Christian Haidt, David Bauer, Kuba Kaluschka, die intensiv in der Lehre tätig waren und das gestemmt haben. Eine rote Linie, die sich durch unsere Arbeit gezogen hat, war die Arbeit mit spekulativen Zukunftsszenarien. Wir haben seit einem Jahr das Jahr 2040 als einen fiktiven Punkt in der Zukunft anvisiert, von dem aus wir dann über ein Backcasting zurück in die Gegenwart, in die nahe Zukunft gehen und zu schauen, was bringt uns Utopien und Dystopien in der Zukunft für Erkenntnisse für das Handeln jetzt. Das war sowohl eine Aufgabenstellung im Urban Design Studio, was wir zusammen mit Jörg Stollmann lehren, mit David Bauer und Welko, als auch in dem Studios sowohl im Bachelor als auch im Master. Corona hat es insofern geprägt, ich gebe ein Beispiel, dass wir noch im Wintersemester zum Beispiel im Bachelorstudio Charlottenburg Lexografisch, das zum ersten Mal ja in das dritte Semester gerutscht ist, sehr, sehr stark mit Gruppenmodellen arbeiten, mit das Modell während Gruppendiskussionen verändern, darüber reden und das physisch Zusammensein und das Reden und Anfassen und Austauschen für uns eigentlich eine ganz wesentliche Methodik ist. Genau das war so auch nicht mehr möglich im zweiten Semester. Dort haben wir versucht, dann zum Beispiel die besondere Situation, vor der wir alle standen in Corona im März, des Lockdowns zum Ausgangspunkt zu nehmen. Wir haben in dem Studio Infrastrukturen des Konsums darüber nachgedacht, ausgelöst von der Tatsache, dass wir alle angefangen haben, viel stärker die Online-Bestellungen wahrzunehmen, die sogenannte Last-Mile-Delivery. Und wir haben gefragt, wie eigentlich diese Logistikinfrastrukturen schon jetzt und verstärkt vielleicht auch in einer Zukunft unsere Stadträume prägen, die Quartiere, die Stadt, die Ränder der Stadt, aber auch die vielen globalen Verflechtungen, die da mit dranhängen. Und dieses kritische Nachdenken eigentlich, was leisten wir uns, was für einen Fußabdruck dieser Logistikinfrastrukturen leistet sich die Gesellschaft heute relativ unreflektiert, das kritisch zu hinterfragen und eigentlich nach Möglichkeiten
zu schauen, genau diese Räume anders zu denken, genau diese Netzwerke und auch die Akteure, die daran beteiligt sind, vielleicht anders zu denken, hat zu sehr, sehr spannenden Arbeiten geführt, die in Bildern dargestellt sind auf der digitalen Ausstellung. Dann haben wir auch über ein Seminar ein digitales Online-Journal zu Berlin-Brandenburg 2040 aufgebaut, wo was auch als Plattform dient für die Darstellung von Lehre aus ganz unterschiedlichen Studios, aus unserem Haus, aber auch von Nachbarinstituten, das Nachdenken über diesen Raum Berlin-Brandenburg, was ja aus gegebenem Anlass 100 Jahre Groß-Berlin-Gebietsreform dieses Jahr auch ein besonderer Gegenstand des Nachdenkens ist. Und dort war es dann möglich, über Digitalisierung fantastische Interviews zu führen mit Expertinnen aus der ganzen Welt, die jetzt nach und nach in das Webjournal eingefügt werden und anfangen, glaube ich, zu einer sehr spannenden Ressource zu werden. Weitere Lehrveranstaltungen waren zum Beispiel im Wintersemester Makerspaces. Da haben wir zusammen mit Eike Roswags Team über den neuen Museumspavillon in der Herzallee nachgedacht. Auch mit den Instrumenten von Szenarienentwicklungen, Utopien, Dystopien und einem Backcasting um heute. In anderen kleineren Studios waren wir auch in Verflechtung mit laufenden Forschungsprojekten, zum Beispiel in Quito oder auf den Philippinen und anderen Orten der Welt. Ganz kurz, also die Methoden, unsere Methoden verändern sich dynamisch. Wir reflektieren darüber. Es gibt viel Positives. Man kann sich besuchen. Man kann gemeinsame Lehrveranstaltungen und Kritiken durchführen mit Studios, wie zum Beispiel dem Studio von Jörg Stollmann, wo es uns gelungen ist, einfach 80 Personen gleich zusammenzuschalten und trotzdem das Gefühl zu haben, sehr fokussiert und direkt eigentlich über die unterschiedlichen Ansätze der Studios zu reden. Die Unmittelbarkeit, in der man Kontakt herstellen kann, aber natürlich die Schwierigkeiten, wie schon erwähnt, diese physische Präsenz, die es erlaubt, auch haptisch miteinander in Kontakt zu treten anhand von Modellen, fehlt uns sehr. Und ein weiterer, ähnlich wie Rainer schon erwähnt hat, auch bei uns hat das Instrument Film eine große Rolle gespielt. Desktop-Documentaries sind auch als Produkte des Seminars Atlas of Digital Fragments zu sehen, das Moritz Ahlert geleitet hat, indem wir auch das Gefühl haben, dass dieses Medium-Film die Studierenden eigentlich noch einmal viel präziser auch lehrt, zu sprechen über die eigene Arbeit, auch Präsentationen zu strukturieren, Gedanken zu strukturieren. Oft passieren Präsentationen ja in letzter Minute mit wenig Vorbereitung, sozusagen mehr oder weniger spontan. Und dieses Gezwungensein, sich genau vorzubereiten, zu schreiben, zu sprechen, vorher Filme zu choreografieren, dem kann ich sehr viel Positives abgewinnen. Danke, Henrik. Ja, vielen Dank, Philipp. Wir bewegen uns jetzt aufwärts zu unseren Kollegen in die Etagen ab der 8. Und ich bitte jetzt mal die Kolleginnen hier den Überblick einzuspielen. Up next, wir besuchen FG Habitat Unit, FGNBL, FGPBI, FGDAN, FG von R. Mit Professor Misselwitz, Professor Roswag-Klinge, Professorin Wellner, Professor Geier und Professor von Reis. FG Bildende Kunst, FG Helm mit Professorin Bürkle und Professor Hill. Ja, das war nochmal die Rückschau. Ich weiß nicht, ob der wirkliche Etagen, der kommt jetzt. Also den anderen, den haben wir vorhin ausgelassen. Up next, wir besuchen FG Habitat Unit, FGNBL,
FGPBI. Ab next, wir besuchen FG Habitat Unit. FGNBL. Okay, vielen Dank. Ich konnte eben gar nicht sehen, was passiert ist, aber ich bitte, wie vorhin angemerkt, jetzt unsere Städtebau-Fachgebiete fortzufahren. Es bleibt jetzt das Fachgebiet von Raoul Bunsgroten und Jörg Stollmann. Und ich würde bitten, dass Raoul beginnt. Und mich würde auch mal interessieren, ist wir das haben die Verzögerung, die stattfindet jetzt? Ja, vielleicht kannst du uns ja auch noch einen kleinen Ausblick geben auf das oder einen Rückblick geben auf die Zeit vor Corona, weil ihr ja, also alle drei Städtebaufachgebiete und das Fachgebiet von Finn Geipel ja auch das erste Mal im Bachelor im dritten Semester einen Entwurf angeboten habt für die Studierenden. Wir haben dort ja das ganze Semester dem Städtebau jetzt gewidmet. Vielleicht hat das ja auch noch kurz Platz in deinen Ausführungen oder ist eh schon geplant. Aber bitte beginn, Raoul. Okay, I guess it's my turn. That's why, as I understand from Rainer, I will speak in English because we teach everything in English, and I think maybe it's also good for an international kind of program like this. We've been working on global urbanism in the context of climate change, and the last year or two we've been looking at supply chain urbanism as a new kind of world order and as a kind of driver of urbanism, especially in the global south. And we'd be looking at trying to create a kind of vehicle that with which we could mitigate climate change and the global supply chain networks are such a vehicle with which we could do that. And so last term we looked at different continents and the standardized kind of urbanization, building kits for different parts of the continent to look at how we could address climate change. And we looked at filters of the given by the IPCC reports, specifically the pathways. And this term we used gamification and unity, two new technologies. And so we asked the students to create games and to negotiate about the pathways and to use Unity, which is an interactive software, to visualize these. And so what you see online is these visualizations, and they can be very colorful and very funny. Unity is actually quite an interesting software used by the game industry. And then you see the game rules with which people negotiate with each other, sometimes to negotiate scenarios, to come to different solutions, sometimes to playfully learn, and sometimes to just play in generally with futures. And that is the general kind of gist. We think that it creates a totally new set of parameters for design, and that's what we discovered. And maybe one last point, we did this because we felt we were catapulted by the pandemic crisis into using tools that are already existing online. Okay, thank you, Raoul. Jörg, willst du fortfahren? Jörg, kannst du mich hören? Wenn ja, dann bin ich gespannt, was du wie du anknüpfen kannst, was du hinzuzufügen hast, wie ihr das Semester bestritten habt. Ja, sehr gerne. Ach so, ich meinte eigentlich Jörg. Ja, sehr gerne. Mache ich das erstmal. Vielen Dank an Hendrik, an die tolle Moderation und natürlich auch. Aber vielleicht war der andere Jörg gemeint. Kann das sein? Dann stelle ich mich jetzt einfach mal wieder zurück. Der Jörg Stollmann hat mir geschrieben, dass sein Computer abgestürzt ist. Vielleicht macht jemand anders erstmal weiter.
Jetzt ist gut, ich bin wieder drin. Ich bin nur noch immer nicht auf YouTube. Ich bin jetzt gerade erst wieder auf Zoom. Könnt ihr das hören auf YouTube? Soll ich? Darf ich? Gibt ihr mir okay, Bescheid? Jörg, leg los. Ja, Jörg, okay. Leg los. Rainer, also, wir haben ja auf der digitalen Plattform des Open Houses haben wir das letzte und dieses Semester dargestellt, also ähnlich wie Philipp Mistelwitz, Raul Bundroten und Finn Geipel und deren Fachgebiete haben wir im letzten Semester ein Bachelor, also ein drittes Semester. Was ist das hier? Warten Sie mal. Ein drittes Semester angeboten. Hier waren bei uns eben, konnte man noch sehen, was der Vorteil eben ist auf der Studiolehre, also auch gerade wie die Studierenden in Gruppen zusammengearbeitet und auch diese Gruppen gemeinsam gearbeitet haben. Das wird auch, glaube ich, bei den Übersichtsmodellen ganz toll sichtbar. Und dann natürlich auch im Masterstudio im Wintersemester eine ziemlich tolle Kooperation mit dem Senat Berlin über den Molkenmarkt und auch eine sehr intensive Diskussion der Projekte mit den lokalen Stakeholdern und haben das dann jetzt auch gerade fertiggestellt für Grundlagen, die wir dem Senat auch zur Verfügung stellen für die weitere Diskussion der Zukunft des Molkenmarktes. Und jetzt in diesem, im Sommersemester, mussten wir eben wie alle völlig umstellen. Wir wollten über Shopping in der Zukunft arbeiten, Shopping in Berlin, das ausgehend eigentlich von sehr großen Stakeholdern, die auch über ihren Immobilienbesitz, also wie zum Beispiel die Signa-Gruppe, sehr wahrscheinlich ein großes Mitspracherecht haben über die Weiterentwicklung unserer Innenstädte. Da haben wir kooperiert mit dem Fachgebiet für Immobilienwirtschaft und Bauökonomie, mit meiner Kollegin Christine Wellner und ihrem Team. Und dann mussten wir aber genau in der Krise auch umstellen, weil natürlich genau bei solchen großen Kaufhausbesitzern, sowohl Immobilien als auch Betreibern, die Zukunft sehr unsicher war und wollten uns auch nicht mehr auf einen Player konzentrieren und haben dann 7 Orte in Berlin untersucht mit den Studierenden und sind zu sehr, sehr spannenden Ergebnissen gekommen. Wir haben das Semester auch so gestaltet, dass die Studierenden erstmal aus ihrer Erinnerung, und dazu hat sich fast auch dieses Zuhause sein und nicht mehr im Stadtraum sich so bewegen zu können, so ein Bedürfnis erzeugt, vielleicht auch in die Erinnerung zu gehen und zu sagen, was war denn das, was mich beim Einkaufen, beim Shopping und beim mich im öffentlichen Raum aufhalten bisher fasziniert oder geprägt hat. Wir sind so ein bisschen ausgegangen von der These auch des Harvard GSD Studios von vor beinahe 18 Jahren, dass Shopping so die letzte wirklich soziale Aktivität in der Stadt ist, in der wir noch alle zusammenkommen, und haben das so kritisch untersucht und sind dann über sehr genaue Analysen dieser 6 Standorte, die wir ausgewählt haben, dann aber auch zu Zukunftsszenarien gekommen, Umnutzung, Neunutzung, aber auch für neue Trägerschaften zwischen öffentlich und privat. Und da waren wirklich spannende Erkenntnisse, sowohl über die Friedrichstraße, die schon vor Corona in der Krise drin war, aber auch zu peripheren großen Shopping-Malls und deren Notwendigkeit für die Nahversorgung. Also das kann man jetzt, glaube ich, vielleicht in der Komplexität auf der Open-House-Seite nicht ganz nachvollziehen, aber wir werden das eben auch über unsere Webpage nochmal genauer aufarbeiten. Und als letztes haben wir ein Seminar gemacht, FemMap. Das ging um die Raumproduktion, also feministische Raumproduktion in Berlin, sowohl der letzten, sagen wir, 30 Jahre, aber auch um aktuelle Fragestellungen aus feministischer Perspektive für eine generell gerechtere, sozialgerechtere und inklusivere Stadt. Das war letztendlich ein Wahlpflichtfach, aber mit einem unglaublichen Engagement der Studierenden und auch von Julia Klöpper und Martha Wegewitz, die das betreut haben und sind dort zu tollen Ergebnissen gekommen, auch zu Hypothesen, auch zu Forderungen an die Stadtentwicklung. Und wir werden dieses Seminar noch weiterführen. Es wird im August eine Ausstellung geben in einer Galerie in Berlin, Duranova Galerie. Und dort werden wir die Ergebnisse noch weiter bearbeiten zu einem großen Mapping und zu einem Ausstellungsprodukt im Rahmen einer Reihe, die Sie auch haben. Und wir hoffen auch, dass wir beitragen können zu der Ausstellung Frau
Architektin, die ja verschoben ist von diesem Jahr aufs nächste. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe wirklich eine große Achtung auch von meinem Team und von den Studierenden. Ich muss auch sagen, dass ich die Kommunikation teilweise viel intensiver fand. Ich hatte aber immer Angst, oder wir als Team hatten auch Angst, dass wir Leute teilweise verlieren, weil diese digitale Sichtbarkeit natürlich auch immer Leute, die sehr engagiert sind, sichtbar macht und vielleicht auch manchmal ja nicht jeden so erreicht, was aber ein schöner Effekt war der digitalen Lehre bei allen Nachteilen. Und das kam von einem Gastkritiker gestern in unserer Plus-Präsentation des Studios Shopping Berlin 2040, dass er den Eindruck hatte, dass die Studierenden unglaublich viel entspannter bei der Präsentation und Vorstellung sind, ohne an Intensität oder eigentlich Aussagekraft und Dichte zu verlieren. Und das haben die Studierenden noch ein bisschen bestätigt. Also so sehr, wie sie das Studio vermisst haben, so sehr hat sie es wohl aber vielleicht auch erleichtert, in diesen teilweise Zweiergruppen von zu Hause oder über die digitale Plattform, über Zoom kommunizieren zu können und vielleicht so ein bisschen das aus einer ruhigeren Situation herauszumachen. Der Diskussion hat es keinen Abbruch geleistet. Also nochmal ganz herzlichen Dank an alle und auch für die Organisation des ganzen IFA-Teams, das uns hier unterstützt. Vielen Dank, Jörg, für die tolle Darstellung. Ja, wahrscheinlich ist es einfach so, aus einem vertrauten Raum heraus zu argumentieren oder etwas darzustellen, ist vielleicht doch etwas, was einem einfacher von der Hand geht, wenn die Umgebung eben eine etwas unaufgeregtere ist, weil man sie kennt. In diesem Sinne, du hattest so ein schönes Bild im Hintergrund von unserem Haus, von einem Flur, und das hat mich erinnert an die Studierenden von Thekla Schulz-Briese vom Fachgebiet Historische Bauforschung und Denkmalpflege, die ja, glaube ich, als eine der ersten hier an der TU ein Konzept für die Nutzung des Hauses für ihre Studierenden angefertigt hat mit ihren Kolleginnen, sodass hier in der Zeit, wo ich hier immer mal sporadisch reinkam, weil mein Sohn um die Ecke in der Kita ein paar Stunden verbringen durfte und ich dann in meinem Büro alleine saß, habe ich immer mal Menschen gesehen, die mit Messwerkzeugen hier durch dieses schöne Gebäude gegangen sind. Und insofern möchte ich gerne mit dir, Thekla, weitermachen und deine Erfahrung gerade auch mit diesem Format. Ja, ganz herzlichen Dank für die liebe Einführung. Also ich grüße euch alle, insbesondere alle StudentInnen, KollegInnen und ZuschauerInnen, insbesondere vom Master Historische Bauforschung und vom Masterstudiengang Architektur. Also ich muss gerade sagen, dass Henrik hat es ja schon zum Ausdruck gebracht, es ist wirklich eine große Leistung von allen MitarbeiterInnen, unseres Fachgebiets und auch von allen Lehrbeauftragten, diese Umstellung auf die Online-Lehre letztlich fertiggebracht zu haben. Euch allen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben das Semester aufgeteilt in genau zwei Teile. Zunächst mal einen Theorie-Teil, weil wir wollten aus dieser Schockstarre, dieses Shutdown rausfallen und tatsächlich erstmal die erste Hälfte ganz in der Theorie verbringen. Das hat dann zunächst mal unsere Lehrbeauftragten und auch mich herausgefordert mit der städtebaulichen Denkmalpflege, mit Denkmalstrategien, Baustoffe im historischen Kontext, Denkmalpflege in der Praxis. Und dann eben auch dieses Fach Bauforschung global, was quasi von einer Sekunde auf die andere entstehen musste, weil wir eben auf keine Bibliothek mehr zurückgreifen konnten. So mussten diese Seminare tatsächlich, was bei uns ganz schrecklich ist, ohne jede Bibliothek auskommen. Und da war der Einfall, Bauforschung global zu machen in den verschiedenen Klimazonen unserer Erde. Und es entstanden wunderbare Referate, das also wirklich großes Lob an alle Studierenden dieser beiden Masterstudiengänge. Es haben auch zahlreiche vom Masterstudiengang Architektur da teilgenommen. Das ging wirklich von den Stabkirchen Norwegens
den besonderen Häusern in Kanada, zu den Goldminen, über Holzarchitektur in China, Nepal, bis zu den Stupen in Sri Lanka. Wir waren in Korea, wir waren in Papua-Neuguinea. Und das zeigt auch nochmal die Vielfalt unserer Erde, die wir dann hochkonzentriert eben diskutiert haben. Viele von uns haben eben einen entsprechenden familiären Hintergrund, sodass sie davon also quasi aus erster Hand reden konnten, oder sie haben intensive Reisen oder ein entsprechendes Vorstudium hinter sich. Der interessantere Teil war dann natürlich der Praxisteil, und das ist das, wovon Henrik sprach, jetzt der zweite Teil. Unser Jahrgangsprojekt wollten wir ja eigentlich in Berlin-Kreuzberg stattfinden lassen. Und nun mussten wir das ins IFA-Gebäude verlagern. Ich war nicht wirklich traurig drum, weil wir zuvor ja die Geschichtswerkstatt mit Jörg Leiter und Hermann Schlümmel über Bernhard Hermkes gemacht haben. Und von daher gesehen war ich immer zuversichtlich, dass das ganz toll sein kann, auch im IFA nun die Methoden und Ziele der Bauaufnahme zu verfolgen. Natürlich zugegebenermaßen unter den aufwendigen Hygieneregeln und deren üblichen Einschränkungen. Und das ist natürlich ganz toll, dass das so quasi live geschehen kann. Aber wir mussten uns auch gleichzeitig in diesem Semester in diesem Zusammenhang der Online-Lehre widmen. Denn wir haben auch Studenten in ganz anderen Kontinenten, nämlich im Vorderen Orient, wo wir finanziert vom Auswärtigen Amt eben Trainingskurse für Geflüchtete machen. Und da können wir ja nun nicht hin, was wir sonst immer getan haben. Wir können zwar nicht nach Syrien, aber wir sind immer in den Libanon und wir sind immer nach Jordanien gegangen, um diese Kurse, in diesen Kursen eben Bauforschung und Denkmalpflege zu vermitteln. Und dieses geschieht jetzt online. Und da auch nochmal mein ganz besonderer Dank an meine jungen Kolleginnen, die das alles in wundersamer Weise stemmen. Und wir haben sage und schreibe 500 Bewerber aus diesem Land. Das ist für uns eine Ultrazahl, wo wir sonst immer mit zweistelligen Bewerberzahlen ganz bescheiden dastehen. Aber daran sieht man, dass Bauforschung und der denkmalgerechte Umgang mit dem kulturellen Erbe gerade in diesen Krisenländern von ganz großer Bedeutung ist. Und wir machen im Moment auch eine Online-Ausstellung in Kooperation mit der Verbotenen Stadt. An sich wollten wir Holzmodelle bauen, Holzarchitektur vergleichen, also chinesische Holzarchitektur und europäische, und eben Holzmodelle ausstellen in der Verbotenen Stadt. Und das machen wir jetzt auf der Basis von 3D-Animationen. Naja, und unsere Forschungsprojekte mussten wir natürlich in diesem Semester auch ins Homeoffice verlegen. Wir haben natürlich auch gelernt, wie das jetzt geht, mit Kolleginnen aus anderen Ländern doch letztlich unkompliziert zu reden, entsprechende kleine Kolloquien zu machen. Aber wir sind froh, dass wir unsere Dienstreisen jetzt langsam durchbekommen, nämlich zur Villa von Sette Bassi in Rom, wo eine Doktorandin arbeitet. Oder wir versuchen es auch in die Türkei, wo zwar Dienstreiseeinschränkungen noch sind, aber das, ich denke, bin zuversichtlich, dass wir auch wieder nach Pergamon können. Der Weg ist uns versperrt in den Vorderen Orient, und das ist natürlich bis jetzt erstmal schade, aber Zuversicht ist unsere Stärke. Und ich kann nur jedem, der also ein Studium der Architektur hier bei uns im IFA macht, doch dringend raten, macht doch noch mal das ein oder andere Wahlpflichtfach bei uns mit. Und vielleicht habt ihr im Anschluss dann auch große Lust, bei uns den Masterstudiengang Historische Bauforschung und Denkmalpflege zu studieren. Das würde mich freuen. Okay, vielen Dank, Thekla.
Vielen Dank auch nochmal für die Werbung für den Studiengang. Ich denke, es ist eine sehr interessante Möglichkeit, einen Master zu studieren, und die Bewerbungsfristen wurden ja erneut verschoben. Also gibt es in der Tat auch noch die Möglichkeit, sich dafür zu bewerben. Und da wir jetzt schon den Blick auf kulturelles Erbe, auf Bauhistorie gelenkt haben, ist es nahezu unausweichlich, jetzt mit Professor Hermann Schlimme weiterzumachen, was allerdings auch sicherlich sehr interessant ist, hier anzuknüpfen, denn wie ich gehört habe, hat auch er ein interessantes Format entwickelt, was die praktische Auseinandersetzung mit Bausubstanz und deren Analyse eben zum Inhalt hat. Hermann, berichte uns doch mal von deinen Erfahrungen, die du mit deinem Team und den Studierenden in diesem Semester gemacht hast. Ja, dann lege ich los. Hermann Schlimme, Fachgebiet Bau- und Stadtbaugeschichte. Mein Team und ich, wir erklären historische Architektur aus dem jeweiligen Kontext heraus, und methodisch gehen wir von der Bauforschung am Objekt bis zur Wissensgeschichte der Architektur und Oral History. Und im Corona-Semester jetzt standen eher die diskursiven Herangehensweisen im Mittelpunkt. Wir haben auch, du hast es angesprochen, Henrik, Bauaufnahme gemacht, Pflichtfach für das dritte Semester, und die Studierenden haben eben bei sich zu Hause das Wohnzimmer, den Flur, den Treppenabsatz aufgenommen und Bauforschung gemacht in den eigenen vier Wänden und sehr viel über ihre jeweiligen Wohnhäuser, Wohnsituationen dabei gelernt. Es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man gemeinsam in einer großen Gruppe an einem Objekt arbeitet und sich in einer ganz anderen Weise austauschen kann, aber es hat ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, wir haben uns in diesem Semester eher auf die diskursiven Herangehensweisen konzentriert, und Sarah Rivière, Helle Schröder und ich haben unter anderem ein großes Seminar auf Englisch veranstaltet, wo die Studierenden eine Survival Lounge nach Sarah Ahmed entworfen haben, in kritischer Auseinandersetzung mit ihren und anderen Texten. Sarah Ahmed und andere Autorinnen wie Audre Lorde zum Beispiel gehen vom Feminismus aus und erweitern aber die Reichweite ihrer Argumentationen auf alle Fragen von Diskriminierung. Und die Survival Lounge, die passte eigentlich zum Covid-19-Semester. Das hatten wir natürlich nicht beabsichtigt, aber die Diskussionen und die Debatten, die wir gehabt haben, wo dann politische Ideen und architektonische Konzepte interagiert haben, sehr intensiv mit sehr engagierten StudentInnen. Das war für viele von uns so eine Art intellektuelle Survival Lounge, wo eben während Corona Universität eben stattfinden konnte. Und die Lounge wird jetzt im September und Oktober von den Studierenden gebaut in der Ackerstraße, in der Werkstatt, im Hinblick auf die Ausstellung Frau Architektin, und in demselben Kontext, aber in einem anderen weiteren Seminar, das wir gemacht haben, ist der Katalog Oral History, Berliner Architektinnen,
entstanden bzw. Praktisch fertiggestellt. Und daran sehen Sie, dass es wieder konkret physisch wird in unserem Fachgebiet. Ja, und auch ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fachgebiet ganz herzlich danken dafür, dass wir gemeinsam dieses schwierige Semester stemmen konnten und daraus eine Menge Erfahrungen und neue Erkenntnisse ziehen konnten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich, Hermann. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir mit Jörg Gleiter weitermachen, denn die Auseinandersetzung mit Architektur, ich habe jetzt hier ein Nebengeräusch, ich hoffe, es können mich alle verstehen, die Auseinandersetzung mit Architektur ist natürlich auch eine theoretische. Jetzt haben wir natürlich schon anklingen hören, dass es eine andere Form der Auseinandersetzung in der Entwicklung und Konzeptionierung von oder vor allem auch vielleicht in der Abbildung von Ideen geben musste und auch in der Form der Kommunikation. Aber wenn wir uns vergewissern, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Architektur sprechen, wenn wir versuchen wollen, vielleicht auch Emotionen zu sortieren, ist natürlich ein Blick in die Geschichte, auch in die Geschichte der Theorie, ein sehr wesentlicher und natürlich auch nicht einfach nur als Blick zurück, sondern um die Gedanken auch einfach weiter in die Zukunft zu tragen. Deswegen würde ich gerne diese Runde, würde ich sie mal so bezeichnen, noch nicht die gesamte Runde abschließen, aber ich würde mich freuen, wenn Jörg Gleiter berichten könnte über seine Formate und seine Auseinandersetzung. Jörg, bitte. Ja, sehr gerne. Hendrik, vielen Dank für die tolle Moderation und auch an Rainer Hehl und Peter Fischer und alle, die da mitarbeiten. Ich finde das eine wirklich gelungene Sache heute. Trotzdem möchte ich jetzt nicht unbedingt so in das allgemeine und totale Lob des Online-Teachings hier einstimmen, aber ich sage da gleich was dazu. Also wir haben eigentlich auch ein tolles Semester, muss ich sagen. Wieder erwarten ein bisschen, wir hatten Bedenken, ob man denn in diesem Medium online tatsächlich dann auch diskutieren kann. Ja, man kann das, die Studierenden hat da toll mitgemacht. Wirklich vielen Dank auch, das ist nicht einfach und natürlich auch die Mitarbeiter haben toll mitgemacht. Vielleicht kurz zu zwei Seminaren, die wir angeboten haben. Alles andere kann man ja nachlesen. Wir haben eines angeboten zum Anthropozän. Das wird der zukünftige Schwerpunkt oder einer der zukünftigen Schwerpunkte des Fachgebiets werden. Und ein anderes Seminar zu Japan, das auch mit diesem Thema zu tun hat. Anthropozän, das ist jetzt nicht nur ein Seminar gewesen, sondern da verbindet sich damit auch ein weiterreichendes Projekt eines internationalen Graduiertenkollegs, das wir mit zwei Universitäten in Turin und Mailand machen möchten, also in Italien, und was jetzt in Vorbereitung ist. Das andere Seminar ging dann zu Japan, zur Traumatisierung der Moderne oder der Traumatisierung durch die Moderne in Japan. Und damit verband sich ein größeres Projekt, nämlich eine Spring School in Tokio. Das hat mir alles organisiert. Jetzt bin ich schon beim negativen Teil der Auswirkung des im Prinzip der Corona-Krise. Haben das organisiert mit 6 Universitäten, 30 Studierenden. Wir wollten da 2 Wochen dahin fahren. Ist leider, müssen wir ganz kurzfristig dann im März tatsächlich abbrechen, was eigentlich sehr schade war, muss ich sagen. Wir haben es dann versucht, nochmal zu verlegen auf den Herbst. Auch das ging nicht. Jetzt müssen wir das neu beantragen und hoffen, dass wir da nächstes Jahr doch auch ein tolles Angebot den Studierenden machen können. Speziell, weil damit verbunden war eine größere Ausstellung dann auch zu 10 Jahre Tsunami in Miyagi. Immerhin gab es da 20.000 Tote und war eine der Superkatastrophen, die auch etwas mit dem Anthropozän zu tun haben. Leider ist eine andere Veranstaltung auch ausgefallen. Wir machen ja jedes Jahr eine Summer School in Kroatien, erst in Dubrovnik
in Zukunft auf der Insel Zres in der Nähe von Rijeka mit verschiedenen Universitäten in Kroatien und Serbien und Italien zusammen. Auch das musste leider ausfallen. Also die Verluste waren doch sehr groß, muss ich sagen, und sind jetzt durch das Positive des Online-Lernens eigentlich nicht kompensiert worden, auf keinen Fall. Deswegen bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich habe ein bisschen Zweifel an dem allgemeinen Lob des Online-Lernens, weil das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir sind eine Universität. Und was zeichnet eine Universität aus? Es zeichnet den Diskurs aus, die Präsenz, auch das informelle Gespräch. Und ich glaube, wenn das Online-Lehren, wie wir das dieses Jahr, dieses Semester praktizieren mussten, hat uns ein bisschen zu einer Fernuniversität gemacht. Und ob das wirklich noch etwas mit Universität dann im eigentlichen Kern zu tun hat, das möchte ich ein bisschen bezweifeln. Sicherlich, wir haben alle uns total angestrengt, es gibt positive Seiten. Aber ich würde mir wünschen, dass in Zukunft das Online-Lernen in den Hintergrund rückt, dass man Angebote macht, aber doch die wesentlichen Angebote dann doch in Präsenz stattfinden. Ich glaube, das ist schon wichtig, das zeichnet uns als Universität aus und ich glaube, wir sollten an dem einfach festhalten. Und ich gebe den Kollegen Hehl natürlich recht, wir sollten das Positive übernehmen, aber einfach wirklich Sorge dafür tragen, dass wir wieder zusammenkommen können. Man könnte ja sagen, vielleicht ist das jetzt eine Tendenz, dass man jetzt im Prinzip die Erfahrungen aufgreift und jetzt die Universität umbaut. Aber ich glaube, wir sollten uns das nochmal ganz gehörig überlegen, welche Teile wir tatsächlich dann in Zukunft online machen können oder machen sollten. Erstmal dann zum Abschluss vielen Dank noch wirklich an die Mitarbeiter, die ganz toll mitgearbeitet haben, an die Studierenden auch und mit der Hoffnung, dass wir dann doch in Präsenz wieder uns sehen können, unterrichten können, dass wir dann also im nächsten Semester alle zusammenkommen, auch die, die aus dem Ausland kommen, dass sie hier nach Berlin kommen, eine Wohnung dann sich suchen. Und es gibt nämlich tatsächlich auch eine Möglichkeit, jenseits des Architekturgebäudes, das ja für Architekturstudenten im Moment nicht geöffnet ist, eben sich auch außen zu treffen. Und ich glaube, das ist doch eine wesentliche Sache. Insofern vielen Dank und ich gebe wieder zurück an Hendrik. Ja, vielen Dank, Jörg, und vielen Dank für dein Plädoyer für die Zusammenkunft an Orten. Wir hoffen alle, dass wir im Wintersemester da irgendwie was auf die Beine stellen, was eben etwas anderes ist als dieses Semester im positiven Sinne. Ich würde jetzt gerne Ali reinholen, Ali Saad vom Fachgebiet Geipel. Er hat zum Thema Deep Learn, ist er Spezialist, wenn ich das so sagen darf. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt auch nochmal ausführt, was das Fachgebiet machen konnte und unter dem Begriff zusammengeführt hat. Ali, bitte leg los. Ja, hallo. Ja, wir haben uns dieses und letztes Semester wieder mit Städtebau und Architektur beschäftigt. Das ist vielleicht etwas, was unser Fachgebiet auszeichnet, dass wir im städtebaulichen, aber auch im architektonischen Maßstab mit den Studierenden arbeiten. Im letzten Semester hatten wir auch eine Herausforderung für uns. Wir haben eigentlich meistens immer Masterstudierende unterrichtet. Und im letzten Wintersemester eben zum ersten Mal Bachelorstudierende im frühen Stadium, also im dritten Semester. Wir hatten auch vorher schon in der Architektur Bachelorstudierende im späteren Semester unterrichtet, aber das dritte Semester und dann gleich Städtebau war für uns schon eine große Herausforderung. Und wir haben uns dann gefragt, mit was konfrontieren wir die Studierenden, die ja gerade so aus der Grundlehre kamen, gerade im Städtebau, der äußerst komplex ist. Und wir haben uns dann dazu entschieden, sie wirklich in komplette Komplexität des Städtebaus zu werfen.
Und entsprechend hieß das Seminar Urbane Systeme. Und es ging aus von der These, dass die Stadt eben ein System aus ganz unterschiedlichen urbanen Systemen, die eben physisch oder sozial oder auch unphysisch, auch virtuell, digital sind, ist und dass eigentlich die Stadt in der Überlagerung dieser Systeme entsteht und dass wir feststellen können, dass sich gerade durch die Moderne letztendlich diese Systeme zunehmend getrennt haben und dass es letztendlich dann auch darum geht, heute zu sehen, wie man Synergien zwischen unterschiedlichen urbanen Systemen schafft. Und in dem Sinne haben die Studierenden versucht, sozusagen Infrastrukturen, Grünräume, die erstaunlicherweise nach wie vor sehr stark segregiert sind, sozusagen zu integrieren und hybride städtebauliche Konzepte zu schaffen. Und erstaunlicherweise, also die Methodik war so, dass wir sie erstmal versucht haben, also dass sie erstmal diese Systeme getrennt analysiert haben, also Straßen etc. und dann zusammengeführt haben. Und erstaunlicherweise kamen sie eigentlich sehr gut damit zurecht und wir sind eigentlich sehr zufrieden gewesen mit den Ergebnissen, die gerade eben Drittsemester schaffen können im Städtebau. Was so ein bisschen, es gibt oft so die Diskussion, ob man im Städtebau nicht die Studierenden so wirklich ganz langsam ranführen sollte. Wir haben natürlich eine starke Methodik gehabt oder eine starke Struktur, sage ich, also gar nicht wertend, sondern im Prinzip eine ganz klare Struktur. Und und in dem Sinne waren wir eigentlich damit ganz zufrieden. Das einzige Bedauerliche ist, dass wir, dass die Studierenden so ein 9x6 Meter großes Modell gebaut hatten von einem sehr komplexen Gebiet, was sie sich angeguckt haben und wir das nun dieses Semester leider nicht zeigen konnten. In diesem Semester war das Thema Deep Plan. Wir haben das in zwei Formaten untersucht. Das eine war ein Entwurfsseminar im architektonischen Maßstab. Das andere war ein Forschungsseminar auch im architektonischen Maßstab. Also dieses Semester ging es eher um Architektur und das war vorwiegend im Master und im MHT angeboten. Die Plan basiert auf der Beobachtung, dass letztendlich immer weniger Fläche in Großstädten zur Verfügung steht aufgrund von hohen Bodenpreisen, aufgrund von Verdichtung etc., gerade in Berlin oder zumindest war das bis vor kurzem der Fall. Und das untersuchte im Prinzip eine neue Typologie oder eine alte auch Typologie, ein Gebäude mit einem sehr tiefen Gebäudegrundriss. Und in dieser Tiefe entsteht natürlich dann die Frage, was macht man mit dem Inneren des tiefen Gebäudes, was natürlich eine Schwierigkeit von der Belichtung her etc. hat. Und dort ging es eben darum, aber diese Tiefe nicht als Problem, so wir machen jetzt überall Löcher rein und belichten das, sondern als Potenzial zu sehen für eben neue Konstellationen, neue Probleme. Und haben die Studierenden im Entwurfsseminar wirklich sehr interessante Programme auch entwickelt. Und im Rechercheseminar haben sie gebaute tiefe Grundrisse untersucht und somit die Prinzipien dieser tiefen Grundrisse untersucht. Das Modul heißt Scales and Methodologies. Und da geht es uns auch darum, nicht nur die Prinzipien eben von bestimmten Architekturtypen zu verstehen, sondern auch zu verstehen, wie sie in ihren städtischen Kontext integriert sind, welchen Einfluss der städtische Kontext eigentlich auch auf diese Typologien hat. In dem Sinne hatten wir im Deep Plan Seminar zwei Forschungsfragen gestellt. Das eine war, inwieweit ist ein Gebäude mit einem tiefen Plan überhaupt in seinen städtischen Kontext integriert? Welche Aspekte des städtischen Kontexts sind wichtig für ein tiefes Gebäude? Und die zweite Forschungsfrage war ganz konkret, welche typologischen Prinzipien hat ein tiefes Gebäude, um eben mit dieser Tiefe des Raums umzugehen. Also ein Prinzip war dann Belichtung, ein Prinzip war dann ein bestimmtes Programm, was kein Licht braucht, etc. Und das Interessante war natürlich, dass die Studierenden oftmals beide Seminare, das Studio und die Seminare belegt haben und dadurch eben natürlich auch in dem einen Seminar wirklich Wissen, architektonisches Wissen geschöpft haben, um es im Entwurf anzuwenden.
Und ganz kurz noch zu der Corona-Situation. Also wir waren natürlich, war das für uns eine sehr große Herausforderung. Ich stimme teilweise auch ein in die oder in das Positive. Also es gab ganz interessante, positive Erfahrungen, die ich gar nicht so vorher hätte sehen können. Zum Beispiel werden in diesem, wir müssen meistens immer mindestens eine, bei einer Gruppe, wir arbeiten immer in Viererteams, einen Streit schlichten. In diesem Semester gab es überhaupt keinen Streit. Und das ist noch nie passiert. Wir vermuten, das liegt einfach daran, dass die Distanz natürlich auch irgendwie weniger Konflikt erzeugen kann. Wir hatten Studierende, die wirklich extrem, also erstaunlich innovativ waren. Die haben sich überlegt, wie zeichnen wir, wie können wir eigentlich zusammen skizzieren? Und dann haben sie sich ein iPhone oben hingehängt und dann haben alle halt skizziert und wirklich ganz viele Zoom-Sessions gemacht. Und das war eigentlich extrem positiv. Und wir sind auch mit den Ergebnissen wir sind wirklich begeistert, wie detailliert und wie tief die Studierenden gekommen sind. Und das kann wirklich damit zusammenhängen, dass natürlich für alle ein extremer Druck da war, etwas leisten zu können, überhaupt so ein komisches Semester hinzukriegen. Und dass es vielleicht deswegen eine größere Energie gab. Auf der anderen Seite war es natürlich, gibt es einfach Sachen, die in der Architektur nicht zweidimensional, sage ich mal, kommuniziert werden können. Also eine per se räumliche Disziplin kann nicht zweidimensional kommuniziert werden, egal was wir machen. Natürlich, die Studierenden haben ein Modell gebaut und haben es gezeigt, aber letztendlich war die Fläche immer zweidimensional, in der wir es gesehen haben. Wir hatten ganz tolle, unglaubliche Animationen gesehen. Aber es ist natürlich schwierig, einen Raum so abzubilden, das wird natürlich nie funktionieren. Deswegen wäre natürlich ein hybrides Format auch ganz, ganz interessant. Ich bin gespannt, wie das nächste Semester wird. Danke. Ja, vielen Dank, Ali. Ich denke, wir sind alle gespannt, wie das nächste Semester wird. Und ich möchte jetzt überleiten zu Ignacio Borrego, der vielen nicht... Dank, Ali. Ich denke, wir sind alle gespannt, wie das nächste Semester wird. Und ich möchte jetzt überleiten zu Ignacio Borrego, okay. Der nicht... Jetzt gab es hier eine Verzögerung. Entschuldigung. Es ist so, ich freue mich jetzt, der Ignacio Borrego, der kümmert sich um das Darstellen und das Gestalten hier im Haus. Und Ali hat es ja eben eigentlich auch schon angesprochen. Es ist ja ein wesentlicher Aspekt unserer Kommunikation, ist unsere Ausdrucksweise, das Denken in Modellen, aber auch das Anfertigen von Modellen, das Anfassen von Modellen. Johanni Palasma hat ja mal, obwohl er eigentlich Englisch schreibt, nimmt er ein Begriff im Deutsch, in deutscher Sprache, und ist der Begriff Begreifen. Und der drückt natürlich aus, was wir leben in unserer Arbeit oder wenn wir denken, dass wir nicht nur um Verständnis ringen und uns Modelle zeigen, sondern sie eben auch berühren wollen und dass über die Auseinandersetzung, die physische eben hier, etwas aufgebaut wird und Ideen vermittelt werden letztlich. Und deswegen kommt jetzt Ignacio gewissermaßen, natürlich hat er auch ein schönes Büro weit oben, deswegen ist er orientiert an der Gebäudestruktur mit hinten dran, aber es ist jetzt nicht, ohne Grund, dass ich mich jetzt freue, von Ignacio zu hören, wie denn die Abbildung einer Idee funktioniert und welche Medien er einsetzen konnte und was er dort für Erfahrungen genutzt hat und worauf er vielleicht auch aufbaut. Ignacio. Hallo, es gibt ein bisschen Verspätung. Ich weiß, wir sind alle zu langsam aus, aber es ist, weil eine Verspätung gibt. Vielen Dank, Hendrik, für das Wort. Vielen Dank an Rainer Held und seinem Team. Ich glaube, dass ihr eine tolle Arbeit gemacht habt. Also es ist etwas Neues, was wir dieses Semester gemacht haben, also alle in alle Fachgebiete, aber diese Ausstellung ist etwas ganz Besonderes und ich habe es bis jetzt sehr gut gefunden. Ich habe leider die Caipirinhas im Aufzug vermisst und das ist eine von den vielen Sachen, die wir dieses Semester vermisst haben.
Auch in diese Vorstellungen habe ich Bilder vermisst. Ich glaube, dass unsere Disziplin ziemlich stark bildbasiert ist. Und wir haben alle 5 Minuten lang nur mit Worten gesprochen und Bilder hätten unsere Arbeit viel erleichtern. Noch mehr an einige von uns. Gut, unsere Arbeit im Fachgebiet wurde dieses Semester in Darstellung und Gestalten fokussiert, also im 2. Semester. Und es hat trotzdem die neue Lehrformate hat uns viel geholfen, dass wir 1-2-semestrige Fach haben. Und dann haben wir die Arbeit weitergemacht. Und das hat, ich glaube, das hat uns geholfen. Ich bin gespannt, wie wir es nächstes Semester machen, damit wir von Anfang an, von Null anfangen müssen. Wie andere Fachgebiete, wir im 1. Semester arbeiten wir analog, weil es intuitiver ist. Und im 2. Semester machen wir es digital. Und das hat einerseits geholfen, aber es war nicht perfekt, weil wir die Hälfte der Arbeit nicht führen könnten, weil wir eigentlich digitale Herstellung beibringen wollen und das war nicht mehr möglich. Deswegen sind wir in die Visualisierung fokussiert. Das hat also wir haben die Hälfte gemacht, aber diese Hälfte war unglaublich erfolgreich. Wir haben tolle Ergebnisse gehabt und ich hoffe, dass die Studenten auch zufrieden damit sind. Also wir haben die Bemühungen gut ausgenutzt, meiner Meinung nach. Ich würde gerne viele Beispiele zeigen, um zu sehen, dass wie diese Studenten die Darstellungsformate nicht nur als Darstellungsformate benutzt haben, sondern auch als Gestaltung, auch entwerferische Werkzeuge benutzt. Und diesen wichtigen Unterschied haben sie in diesem Kurs erfahren. Außer Darstellen und Gestalten mit erste und zweite Semesterstudenten haben wir unsere digitale Kurse wie jedes Jahr weitergeführt, aber nur im 1. Semester, im Wintersemester. Und dieses Jahr war es schade, weil unsere Fold-Inflate-Kurse, die immer sehr spannend waren, wurde dieses Semester unterbrochen, zusammen mit einem Forschungsprojekt mit DAD in Zusammenarbeit mit Spanien. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht und wir wollen ein First Aid Kit entwickeln, um für Notrettung. Und wir haben damit angefangen und wir hoffen, dass bald die Anwesenheit uns erlaubt, das weiter zu machen. Another course that we have developed is in the MRT, in the Master in Typologies, the Master that we teach in English. This course we have done together with Ali and Fachgebiet Geipel in another editions, but this time we have done it in two different parts. And we have focused, Ali has explained his approach very clearly. We have done it connected with the fact of analyzing the typologies with design. And the main question of the course is, what is a type? And how much can we change a building so that we keep the properties of the type? And with this main research question, we have done several approaches that you can check in our web. And I would be pleased to receive feedback. Wir haben auch Masterthesis gemacht. Dieses Jahr haben wir es in Athen gemacht. Wir machen immer gemeinsame Arbeiten, also ein Masterplan, dass wir alle zusammenarbeiten und dann jeder Student entwickelt ein Fragment. Und diese Fragmente dieses Jahr haben wir in der Nähe von Akropolis entwickelt mit sehr interessanten Ergebnissen. Dies
Sie auch in der Web sehen können. Um jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein Projekt erklären, sehr, sehr schnell, dass Sie auch in der Web sehen können. Das ist ein Covid-19-Prototyp, das wir im Fachgebiet entwickelt haben. Und hier möchte ich mich an meinem Team bedanken. Das habe ich am Anfang vergessen. Also Gaiska Altuna und Andreas Boyke, die neue wissenschaftliche Mitarbeiter, die sehr stark und intensiv in dieses Semester angefangen haben und viele, viele tolle Sachen gemacht haben, wie diese Prototypen und auch die Tutoren Michael, Annelene, Uli und bald well, jemand neu. Und auch Mirza als Mirza Frajankovic als Lehrbeauftragte. Über diese Covid-Prototypen möchte ich nur erwähnen, dass wir mehr als 100 Einheiten im Gebäude installiert haben. Sie sind diese Dinge, die Sie an der Tour sehen, diese Türgriffe, die uns erlauben, bestimmte Tür ohne die Hände aufzumachen, damit wir uns diese Objekte nicht anfassen. Das wollen wir weiter installieren und wenn jemand daran interessiert ist, dann bitte mir per E-Mail bestätigen, damit ich das berücksichtigen kann. Und das ist alles über die Arbeit, die wir entwickelt haben. Ich möchte nur eine Überlegung mitteilen, dass über diese Corona-Krise, diese nicht anwesende Lehre, dass wir alle erfahren haben. Ich möchte sagen, dass ich auch viele Vorteile gefunden habe. Viele wurden schon erwähnt, das möchte ich nicht sagen und ich möchte positiv bleiben. Aber es gibt etwas, das wir verloren haben und das finde ich sehr stark in den deutschen Universitäten, das ist die Arbeitszelle. Also die Studenten arbeiten 24/7 zusammen, sie sind immer nebeneinander und sie lernen horizontal. Dieses horizontal Lernen haben wir in diesem Semester meiner Meinung nach nicht so stark. Und ich würde gerne untersuchen, wie wir das stärker machen können. Wie können die Studenten enger arbeiten, damit sie voneinander auch lernen. Und mein erster Vorschlag ist, dass die Studenten an die TU nach einem Zoom-Studio beantragen, damit sie 24/7 immer zusammen sein können. Und sie können sich verbinden oder nicht, wie sie wollen, in einem Raum, wo sie alle wie in einem Arbeitssaal sind, jeden Tag, jede Nacht, jedes Wochenende. Und dann können sie Freunde oder Unbekannte treffen, um alles zu zeigen oder alles zu fragen. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, vielen Dank, Ignacio. Ja, es gibt sicherlich viele Gedanken, die sich die Einzelnen aus ihrer jeweiligen Position schon zu den Themen gemacht haben, zu den Themen, die anstehen, zu unserer Art zusammenzuarbeiten, zu unserer Art zu lernen, zu entwerfen, Gedanken zu teilen. Ich freue mich, dass es morgen weitergeht, denn morgen werden wir einige Runden haben, wieder hier auf dieser Bühne, dann auch mit einigen realen Menschen. Dann stehen wir nicht so in geringer Zahl hier, zumindest vor der Kamera, denn meine Kolleginnen hier drüben sind zahlreich vertreten und steuern das hier wirklich profund. Also ich freue mich sehr, wie das hier alles funktioniert. Und ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, also diese Gedanken, die unsere Kollegen hier schon geteilt haben oder von sich gegeben haben, werden sich morgen in Grüppchen, thematischen Grüppchen, werden die sicherlich weitergeführt. Und es gibt einen Tag, der um 10.45 Uhr beginnt, hier wieder zurück. Und er endet dann um 17 Uhr, so wie dieser Tag eigentlich enden sollte. Aber so ist das mit dem Rundgang. Der braucht einfach seine Zeit, um auch vielleicht der Aufgabe gerecht werden zu können. Damit entspreche ich zwar nicht dem Zeitplan, der eigentlich für die Kollegen vorgegeben war oder auch angedacht war. Aber ich denke, es lohnt sich hier ein bisschen länger hinzuhören und auch die Zeit auszuhalten. Ich bin sehr gespannt auf das, was
das morgen diskutiert wird und dabei rauskommt, auch vor allem, was dann auch unser Roundabout e.V. angeregt hat, studentische Initiative, studentischer Verein, der sich natürlich auch Gedanken aus studentischer Perspektive oder rein menschlicher Perspektive weitergehen kann, wie wir weiter zusammenkommen. Und das werden sicherlich interessante Themen diskutiert und der morgige Tag wird noch einiges bringen. Ich danke meinen Kolleginnen, ich danke fürs Zuhören und danke vor allem dem Team, was jetzt hier immer noch an den Rechnern sitzt und aufpasst, dass das alles funktioniert. Könnt ihr die Kamera nicht mal auf euch selbst drehen, weil die können sogar hier alles steuern. Dann könnte man mal sehen, was hier eigentlich passiert. Welche Kamera dreht sich? Oder ihr kommt her, das macht man eigentlich zum Schluss so, dass dann alle mal auf die Bühne kommen. Ich hoffe, dass sie die Finger von den Computern lassen können, ohne dass alles ausgeht. Aber wahrscheinlich ist es möglich. Kommt ihr einmal rüber oder wie auch immer, ihr seid die, die das steuern, was wo zu sehen ist. Ja, also dann, das sind jetzt, also wenn man sich mal vorstellt, natürlich die ganzen Leute, also mehr hinter der Bühne als vor der Bühne, auch das ein Ergebnis dieser Zeit. Deswegen, ich weiß gar nicht jetzt, in welche Kamera ich gucke. Sehen Sie, das Team ist weg und ich mache alles verkehrt. Also um mal hier voranzugehen, ich darf jetzt dieser Gruppe von Leuten zusammen mit Philipp Missewitz, der dort noch rumsteht, mal applaudieren. Ja, einen wunderschönen Abend. Danke an dich. Ja, vielen Dank. Gerne. Sehr gerne. Okay, einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss, Rainer, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank, Herr Hiel.